Radio Okitok, Radio Okitok, von Mensch zu Mensch. Ja, ein gutes, frohes neues Jahr, liebe Leute draußen an den Boxen. Hallo Freunde, so sage ich mal. Es freut mich, dass ihr heute Okitok.com eingeschaltet habt mit einer Live-Sendung heute am 4. Januar 2017. Und das Königreich Deutschland ist heute zu Gast, der Benjamin und der Martin. Und ich freue mich, dass wir diese Sendung organisiert habe. Wir begleiten schon hier von Okitok seit Bestehen des Königreich Deutschland. Das Königreich Deutschland seit Bestehen. Wir haben die Eröffnungszeremonie auch übertragen. Und was tut sich über die Jahre? Wir wissen, dass der Peter Fitzek im nach wie vor untersuchungshaft ist. Und ich bin ganz neugierig, was uns heute erwartet. Draußen an den Boxen auf jeden Fall möchte ich nochmal einen Hinweis geben. Der Außenchat ist auch für euch geöffnet. Einfach belanglos entweder einen Gastaccount zulegen und einloggen und ansonsten euch einen Namen geben, indem ihr euch registriert. Und einfach schreiben, Fragen, Anregungen. Wir werden das natürlich dann hier in die Sendung einlaufen lassen. Dann möchte ich noch hinweisen, dass wir unser österreichisches Festnetztelefon hier auch freigeschaltet haben. Telefon ist die 0720 518 19 und die 7, auch sichtlich auf der okitok.com Seite, ist eine Festnetztelefonnummer für die Menschen aus dem Ausland. Bitte einfach nur die 0043 vorwählen und die 0 weglassen. So, und nun bin ich richtig froh. Jetzt, das ist ja heute die dritte Sendung schon hier im neuen Jahr. Ich sag nochmal frohes neues Jahr an euch allen da draußen, dass ihr wirklich das wirklich gut euer Jahr gelingt mit euren Vorsätzen oder Wünschen. Ich glaube, es ist das 2018, die 8 ist die runde Zahl und es kann ein gutes Jahr werden. Und das wünsche ich uns allen, vor allem den Menschen draußen, denn wir haben es, glaube ich, alle ein wenig verdient. Und nun sage ich hallo Benjamin und hallo auch Martin. Schön, dass ihr da seid und ja, schön, dass ihr da seid. Ja, hallo Klaus von Benjamin. Hi, von Martin. Ja, vielen Dank von unserer Seite erstmal auch, dass wir hier bei deiner Sendung sein dürfen. Und auch von uns natürlich ein frohes neues Jahr für alle Zuhörer, für dich Klaus und für alle Teilnehmer heute Abend hier. Ja, schön, dass ihr da seid, dass wir das so auch über Facebook alles organisieren konnten, muss man ja auch sagen. Ist ja auch, ihr seid ja auch ziemlich fleißig unterwegs. Ich verfolge euch immer wieder mal. Und meine erste Frage ist, wie geht's dem Peter erstmal? Was macht Peter Fitzek und habt ihr dann neue News? Ja, also von seiner derzeitigen, ich sag's mal, Wohnsituation hat sich noch nicht viel geändert. Also er lebt immer noch in 9 Quadratmetern in der U-Haft und ist allerdings auch, wie sagt man so schön, er hat den Kopf nicht in den Sand gesteckt. Er ist also fleißig, wie man ihn kennt, also am Revisionen schreiben, an Haftbedingungen verbessern, denn auch allgemein, wie die Zustände in den deutschen Gefängnissen sind, da schaut er natürlich auch, ja, wie sieht es hier aus? Wie kann man sowas so gestalten, dass wirklich eine Rehabilitation stattfinden kann für Menschen, die jetzt vielleicht, ich sag mal, wirkliche Straftaten hinter sich haben? Ja, und natürlich auch hat er jetzt mal Zeit, die ganzen Erfahrungen, Erlebnisse und auch sein Wissen mal schriftlich niederzubringen. Das heißt, uns darf dann auch in einiger Zeit ein Roman, sagen wir eine Autobiografie erwarten. Ja, und das sind jetzt mal so die Zustände, wie es ihm jetzt momentan so geht. Also natürlich, Peter ist ein freiheitsliebender Mensch und auch ein Mensch, der sich körperlich sehr gerne betätigt. In dem Sinne muss er da schon ganz schön Geduld und Ertragung üben, denn Freiraum, um sich gut bewegen zu können, ist ihm schon wichtig.
Ja, jetzt ist es so, er ist ja in Untersuchungshaft. Eine Untersuchungshaft soll ja, glaube ich, in Deutschland auch maximal 6 Monate sein, aber er ist ja schon wesentlich länger drin. Wie hat es denn damit auf sich? Gibt es da irgendwie von der Behörden schon Informationen, warum er denn auch länger drin ist? Na, da fange ich einfach mal vorne an. Der Hauptgrund war ja, dass sie ihn in Untersuchungshaft gesteckt haben, dass sie gesagt hätten, ja, es herrsche Verdunklungsgefahr und es sind ja noch laufende Ermittlungen und auch Fluchtgefahr. Und das ist halt ein bisschen fragwürdig, weil ich sag mal so, Ende 2014 bei der großen Razzia, wo sie alle Büroräume von uns ja komplett leergeräumt haben, alle Daten, Server, Dokumente, alles, was mit unseren Tätigkeiten zu tun hat, was auf schriftlichen oder digitalen ja, Dingen existierte, haben sie ja mitgenommen. Darum ist das mit der Verdunklungsgefahr für mich ein bisschen fragwürdig. Und weil sie hatten ja schon alle Dokumente. Und im Laufe des Verfahrens, im Laufe des Verfahrens wegen den Anschuldigungen der Tätigkeit von Bankgeschäften, ist auch rausgekommen, dass Unterlagen, die damals mitgenommen worden sind von der BaFin, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, die ja die ganze als Kontrollorgan in Deutschland existiert, aber von den Banken bezahlt wird, kann man auch auf ihrer Seite nachlesen. Das sind in, ja, ich glaube, um die 90% oder so bezahlen die Banken selber für ihre eigene Aufsicht. Ja, also ist ein bisschen komisch, naja. Auf jeden Fall, da sind die Dokumente, wie nannten Sie das? Es stand geschrieben, ja, die Staatsanwaltschaft geschrieben, ja, die Dokumente sind bei der BaFin außer Kontrolle geraten. Und ja, da hat man einige Zeit lang suchen müssen, um die erstmal wiederzufinden. Und sie sind dann wohl doch dann teilweise aufgetaucht. Aber naja, auf die Serverdaten konnte auch nie zugegriffen werden, weil sie alle komplett verschlüsselt sind und keine Schlüssel dafür zur Verfügung stehen und ja, da waren sie ziemlich aufgeschmissen. Ja. Und in Untersuchungshaft ist er ja deswegen gekommen, oder ist er immer noch, weil sie sagen, selbst nachdem er mehrere Haftentlassungsanträge oder Haftprüfungsanträge gestellt hat, und auch gesagt hat, hier ist sein Lebensmittelpunkt, er wird hier auch nicht fliehen, das macht überhaupt gar keinen Sinn, das ist genau das Gegenteil von dem, was er hier eigentlich macht, sonst hätte er ja schon längst abhauen können. Aber wer Peter kennt und auch die Projekte, die wir hier umsetzen, der kann ja mit eins und eins zusammenzählen und sagen, ja, wenn er wirklich ein Geschäft machen wollte und richtig schnell viel Geld verdienen wollte und Menschen betrügen wollte und sich ab ins Ausland setzen wollte, dann hätte er das auf jeden Fall auf sehr viel einfachen Wege tun können, als wie er es gemacht hat. Und wie er auch immer gesprochen hat. Und er ist, sag ich mal, ein Mann, ein Wort, was er auch immer ja, den Menschen hier bei uns auch beibringt. Das heißt, wenn er hier sich dazu entschlossen hat, etwas Neues und was ja, Reformierendes umzusetzen, dann wird er das auch hier machen. Dann wird er nicht ins Ausland gehen und das dort machen. Auch wenn die Möglichkeiten dort vielleicht einfacher sind, wie zum Beispiel, als wir mal in Paraguay waren, da hatten wir auch die Möglichkeit gehabt, Grundstücke zu bekommen. Und darum hatten wir auch mit dem Gedanken gespielt, dort eine Außenstelle zu eröffnen, um dort auch ein Seminargebäude zu bauen und mit den ja, Bürgermeistern dort in der Region ja auch sowas wie ein autarkes Dorf aufzubauen, weil es dort einfach einfacher war, bürokratisch gesehen. Da konnten wir auch zum Beispiel zu dem Grundstück, was es dort gibt. Ja, da haben wir einfach mit dem Bürgermeister uns am Nachmittag getroffen. Der hat gesagt, na ja, die Maschine stelle ich euch zur Verfügung, da müsste halt die Straße mal begradigt werden, aber ihr müsst halt das Essen und das Trinkgeld hier für den Arbeiter bezahlen. Gesagt, getan. Das waren keine, was weiß ich, 100 € und ein paar Wochen später war die Straße, das waren über 500 Meter, platt planiert. So. Also wenn es so einfach geht, warum nicht auch hier? Ja, klar, hier sind in Deutschland andere Standards, aber ich denke, die Behörden sollten nicht so engstirnig sein, ja, sondern ein bisschen offenen Geist haben und auf die Menschen, für die sie ja eigentlich tätig sind. Ja, das muss man ja auch bedenken. Die Menschen in den Behörden sind ja eigentlich, ja, so vom Grundgedanken her,
im Dienste am Allgemeinwohl tätig. Ich weiß nicht, wie das in den vergangenen Jahren sich weiterentwickelt hat, aber auch ich, als ich damals zur Bundeswehr gegangen bin, habe aus diesem, ja, Anlass die Entscheidung getroffen, weil ich ja den Menschen und dem Land, in dem ich lebe, dienen wollte. Naja, kommen wir zurück zu der Untersuchungshaft. Ja, die Gerichte hatten halt weiterhin und auch die Staatsanwaltschaft so argumentiert, ja, die Fluchtgefahr bestünde immer noch und die Verdunklungsgefahr bestand dann so lange noch, bis denn das Verfahren noch abgeschlossen war. Das heißt, jetzt besteht für sie nur noch die Verdunklungsgefahr. Und als letzten Haftprüfungsantrag, den hatte Peter kurz vor Ende letzten Jahres eingereicht und da war die Antwort meines Wissens nach dementsprechend, dass die Gerichte gesagt haben, ja, die werden jetzt ja nicht entscheiden, weil jetzt in Kürze auch die Entscheidung über die Revision, über das Rechtsmittel von Peter im Verfahren über das ja, Bank- und Untreue-Verfahren kommen sollte. Aber davon weiß ich jetzt auch noch nichts. Ich werde jetzt nächste Woche mit unserem Anwalt nochmal sprechen oder mit Peters Anwalt auch. Und mir da die neuesten Informationen holen, ob da jetzt ein Urteil eingegangen ist und ob er nur jetzt weiterhin in U-Haft bleiben muss oder ob er jetzt, ob das Rechtsmittel ja dazu geführt hat, dass er jetzt wirklich verurteilt worden ist. Und dann geht es ja nochmal in die nächste Instanz. Ja, wir warten selber auf die nächsten Schritte, die da jetzt zu tun sind. Ja, es wird ja gefragt sofort aus dem Außenchat vom Gast 1185, ist so eine U-Haft überhaupt so lange rechtsmäßig? Das Gericht, so wie Sie es mitgeteilt haben, ist sich schon im bewusst, dass normalerweise halt 6 Monate so eine U-Haft andauert. Aber es gibt da wohl Möglichkeiten, das dennoch weiter zu verlängern, beziehungsweise tun Sie es. Und ja, mit unserem Anwalt hatten wir bisher noch keine anderen Möglichkeiten gehabt, außer immer wieder einen Haftprüfungsantrag zu stellen und jede erdenkliche Möglichkeit und jedes Werkzeug zu nutzen, um das zu verhindern oder ja, zu beenden. Aber es hatte sich nicht durchsetzen können bisher. Gut, danke. Wie ist denn momentan bei euch im Königreich Deutschland von eurem Team aus überhaupt die Stimmung über die ganze Zeit? Und wie ist da der Zusammenhalt? Ist da manchmal so Loch drin, dass ihr sagt, meine Güte, ohne den Peter sind wir nichts, was ich aber nicht, glaube. Wie ist denn die Stimmung bei euch im Team? Ja, also durchwachsen kann man durchaus sagen. Wir haben ja doch schon mit einigen, ja, mit einigen Gegenwinden auch teilweise zu tun. Sei es jetzt nun, dass wir Razzien erlebt haben oder eben seit Peter in U-Haft gesteckt wurde, haben wir auch eine sehr groß angelegte Räumungsaktion erfahren dürfen. Und ja, seitdem war es schon das war schon eine intensive Zeit. Ja, also das hat jeden Einzelnen auch nochmal hart auf den Prüfstein gestellt. Ne, nochmal sich hinterfragen, ja, wie soll das in der Zukunft sein? Möchte man das? Und vor allen Dingen, wenn man jetzt auch noch Zukunftspläne hat, sagt, okay, ich will ja auch meine Familie gründen. Und außerdem möchte ich doch ja eigentlich nur was Gutes in die Welt tragen und werde jetzt hier so behandelt. Naja, da fragt man sich dann schon, okay, ist es das wert? Ne? Und ja, ich muss sagen, dadurch, dass wir hier eine Gemeinschaft haben von Menschen, wo man ja sich öffnen kann, wo man sich untereinander vertraut und auch zusammen viel Freude erleben kann, da hat man wirklich ein Feld, wo man auch aufgefangen wird. Und unsere Stimmung hat sich sehr zum Positiven wieder gewandelt. Wir sehen ja auch die Situationen, die uns so geschehen, nicht einfach nur als das Äußerliche, als die Erscheinung, wie sie da kommen, also nicht einfach nur die reine Räumung, sondern wir hinterfragen uns ja auch immer wieder, okay, was kann uns das jetzt auch wieder Positives zeigen, beziehungsweise überhaupt, was für eine Botschaft kann das noch haben? Ja, was können wir an uns noch arbeiten? Ich meine, da kommen ja auch Ängste hoch, Glaubensüberzeugungen und bei uns geht es ja auch darum, naja, wir möchten ja Grenzen überwinden. Wir möchten ja mehr zu uns selber kommen, Ängste auflösen gerne.
Ja, und somit sind solche Situationen natürlich ein, ja, auch ein willkommenes Mittel, wo man dann diese Sachen mal sich anschauen kann und seinen Charakter entwickeln kann. Ich meine, wir haben auf unserer Seite den Spruch von Goethe: Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Kann man jetzt schauen, was bedeutet das eigentlich? So, und Charakterveredelung ist für uns auch ein ganz entscheidender Punkt. Ja, und so nehmen wir eben auch die Situationen, auch die uns begegnen, schauen, okay, was können wir damit jetzt anfangen? Wie können wir das mit uns ins Reine bringen und ja, dass vielleicht in uns selbst mehr Gelassenheit kommt, zu schauen, okay, wo kommt die Sicherheit her? Wo kommt Freude her? Letzten Endes ist die Quelle dafür in uns selbst. So, und wenn wir das erkennen, ich meine, es gibt Menschen, die sind, wir können ja jetzt mal Peter anschauen. Er hat jetzt einen Lebensumstand, wo er seiner Freiheiten, also er hat jetzt sehr stark eingeschränkte Freiheiten. Jetzt kann er natürlich den Kopf in den Sand stecken und jammern und sich sehr als Opfer empfinden. Oder wer schaut, okay, was fange ich jetzt mit dieser Situation an? Dass ich trotzdem in mir glücklich sein kann und zufrieden, in einem Frieden sein. Weil ansonsten würde dieser äußere Umstand würde ihn ja dann beherrschen. Also dann, was soll er denn dann machen? Er hat das ja jetzt nicht gerade großartig in der Hand. Und so nehmen wir das auch. Nur, dass wir jetzt halt noch mehr Freiheiten haben. Ja, also zum Fazit. Dadurch, dass wir immer wieder uns selbst reflektieren, suchen wir die Freude und das Glück nicht im Außen, sondern in uns und schauen daraus heraus, wie wir immer wieder mit den Situationen neu umgehen und sind immer lösungsorientiert. Wir gucken, wie können wir jetzt weitermachen, weil wir haben Ziele, die, denke ich mal, für viele Menschen hilfreich und gut sind. Also gucken wir doch, wie können wir weitermachen, um das zu verwirklichen. Und da haben wir ein super Buch, Mein Besuch in einer besseren Welt, wo man nochmal sehr gut lesen kann und erfahren kann, wie könnte denn so eine Welt aussehen, in der alles mal ein bisschen anders gestaltet ist, mehr im Sinne und Interesse des Menschen. Die Selbstentwicklung und sagen wir so, wie die Kinder sich ja schon andeuten, da ist ja noch alles sehr natürlich. Wie kann man eine Gesellschaft aufbauen, wo diese Gaben, Werte, Charakterstärken eher erhalten und gefördert, gestärkt werden können? So eine Welt aufzubauen, das ist in unserem Sinne. Das ist das, was uns glücklich macht, was uns erfüllt und schon allein einfach nur dafür tätig zu sein und diese Welt schon in uns, schon jetzt zu spüren. Ja, weil wo beginnt's denn? Das beginnt immer in uns selbst. Wir haben es in der Hand. So, damit möchte ich jetzt mal schließen, deine Frage zu beantworten. Also ich übergebe, Klaus. Danke, danke, danke. Ja, hier wird noch geschrieben, wie geht es überhaupt der Gemeinschaft? Das war eigentlich schon bald beantwortet. Meine Frage daraufhin ist, wo sind denn die Leute überhaupt und wie, was hat sich danach ergeben? Es wurde ja geräumt, es waren ja Mietverträge da einmal gewesen und es wurde trotzdem geräumt. Und da wird die Frage gestellt vom Gast 1185, wo wohnt ihr denn jetzt und wie ist die Struktur so bei euch? Die Struktur ist, ja, wir haben alles, was wir brauchen. Und wo wir wohnen, ist, ja, ein netter Ort. Gut, das lassen wir mal so stehen. Ist ja auch privat, aber man kann euch ja eh kontaktieren und von dem Aspekt aus seid ihr ja auch nah dran. Die nächste Frage von meiner Seite aus ist, man hört immer in den Medien, ja, Reichsbürger. Und ich finde die Frage sehr wichtig. Wie geht ihr damit um? Man sagt, Peter Fitzek und das Königreich Deutschland seien Reichsbürger. Eure Definition einmal würde ich gerne hören. Was ist ein Reichsbürger nach eurer Meinung nach und wie könnt ihr euch damit identifizieren mit dieser, ja, wie sagt man, ja, Beurteilung oder auch Verurteilung oder wie man das sehen darf? Ja, Klaus, die Frage wollen wir gerne beides zusammen beantworten.
Ich würde einfach mal anfangen von meiner Seite aus. Ich kann immer nur von mir sprechen. Und dieses Wort Reichsbürger, ja, das flattert überall so rum. Man verbindet damit alles Mögliche. Es sind halt Schubladen, in denen man irgendwas reintun kann. Ja, und wenn man dann vielleicht irgendwelche Begriffe hört, hat man jetzt natürlich die Möglichkeit zu sagen, okay, jetzt kann ich diese Schublade benutzen. Ja, das ist doch ein Reichsbürger. Ich habe mich damit nicht groß beschäftigt, weil ehrlich gesagt interessiert mich das auch nicht so großartig. Was ist jetzt Reichsbürger und das Trara? Für mich sind das alles nur Auswirkungen unserer derzeitigen Gesellschaft, wie die Dinge alle laufen. Da poppen jetzt alle möglichen Gruppierungen hervor oder auf, ja, die irgendwas Neues machen wollen, die irgendwas bewegen wollen, weil sie vielleicht unzufrieden sind mit dem, wie es momentan ist. Und ja, das bekommt jetzt alle möglichen Titel. So, wir sind dazu jetzt natürlich auch in diesen Topf geworfen worden. Wie gesagt, was auch immer das jetzt alles bedeutet, ein Reichsbürger zu sein. Ja, wir lassen uns jetzt von diesem Begriff nicht lenken. Man soll uns nennen, wie man möchte. Wir werden jetzt nicht die Riesenkampagnen machen, zu sagen, oh, wir sind das nicht und wir sind das nicht. Wir möchten für das stehen, was wir aufbauen wollen und eher sagen, was wir sind. Ja, und das ist eben eine Welt aufzubauen, die, wie ich vorhin schon sagte, im Sinne des Menschen ist, für seine Weiterentwicklung zu sich selbst zu kommen. Ja, eine schöne neue Welt, eine bessere Welt, wie sie jetzt vielleicht vorfinden. Damit würde ich an Martin geben, mal schauen, was er dazu zu sagen hat. Ja, bevor ich das anfange zu beantworten, ich wollte noch sagen, ich habe dir den Link zu dem Buch, in dem ja so ein kleiner Ausblick von unserer Vision, wie sie in Wirklichkeit aussehen könnte, in den Chat geschickt. Also bei dir direkt die Nachricht. Du kannst es ja nach deinen Möglichkeiten auch den Zuhörern zur Verfügung stellen. Kennt sich ja besser aus. Kommen wir jetzt zur Frage. Und zwar, ja, Reichsbürger. Sind wir Reichsbürger? Bin ich ein Reichsbürger? Was sind Reichsbürger? Habe ich viele Definitionen von gehört. So wie Benjamin das erklärt hat, kann ich mich auch schon ziemlich daran anschließen. Was ich aber richtig gut finde, ist zum Beispiel, der Reichsbürgerbegriff ist ja, sage ich mal, ein Begriff, den ja die Medien und auch die Behörden irgendwie in ihren Schulungen und Seminaren verwenden, soweit ich das mitbekommen habe. Wir haben ja auch so ein bisschen ja, Kontakte von intern, wo wir sowas mal mitbekommen. Ist auch immer interessant zu hören, wie die ja, Behörden auf ihre Sicht auf die Welt reagieren und was sie denn so versuchen, um ihre Verwaltung aufrechtzuerhalten oder ja, weiter zu schulen. Und da wird der Begriff Reichsbürger auch verwendet. Und da war eine Info, die wir bekommen hatten, dass es so ein Seminar gab vom Bundesministerium des Innern und des Verfassungsschutzes. Da ging es auch einmal um Reichsbürger. Und da kannten wir jemanden, der an dieser Schulung teilgenommen hat. Und der hat uns dann mitgeteilt, weil wir hatten ja neugierig gefragt, ja, was kommt denn so? Und der hatte dann so gesagt, ja, oder beziehungsweise haben wir gefragt, ja, waren wir auch mit dabei und wurde Peter auch erwähnt, was wurde da so erzählt? Und er hatte gesagt, also es wurde Reichsbürger gab es auch, ja, und über Peter wurde auch erzählt, aber dafür gab es einen extra Part, also es wurde ein extra Teil über Peter und Königreich Deutschland gemacht, weil der ganz anders zu betrachten ist, weil alles, was er tut, tut er ja auf friedliche Art und Weise und das unterscheidet ihn ja im Großen und Ganzen von allem anderen. Und darum hatten sie für ihn extra ein spezielles Seminar gemacht. Und da Aus muss ich ganz Deutschland sagen, gekommen sind dann, ne? ja, das war ja so ein Seminar, wo sie halt Behörden aus ganz Deutschland, so Behördenleiter und so weiter geholt hatten, die daran teilgenommen haben. Und das war auch ausgebucht. Also die Menschen in den Behörden sind sich der Tragweite, sage ich mal, dieser Thematik an sich schon bewusst, sind ja auch sehr stark damit konfrontiert. Was ich gut finde, weil sie dann auch ja so eine gewisse Art von Weiterbildung erfahren müssen, gezwungenermaßen. Und ich finde es schön, wenn Menschen einfach auch neue Inhalte und Gedankenanregungen mal bekommen. Und wenn über das Königreich Deutschland, über Peter ein gesondertes Seminar gehalten wird, finde ich das auch gut, weil ich das so toll finde, wenn ich so überlege, wenn ich das, was ich jetzt gemacht habe und wir das mit dem Königreich nicht gemacht hätten,
dann würde es bei den Reichsbürgern, also in dieser Schublade, keinen Part geben, der friedlich ist. So. Also von daher finde ich das ganz gut, dass die Menschen in der Verwaltung der BRD die Chance erhalten haben, auch den Blickwinkel zu bekommen, oh, das sind auch Menschen, die auch so als Reichsbürger bezeichnet werden, aber die halt friedlich sind. Ja, und ich finde das sehr, sehr wertvoll, wenn man das in die Zukunft mal betrachtet, was das auch mit den Menschen in den Behörden macht, dass sie die Möglichkeit haben zu differenzieren. Das ist extrem wertvoll meines Erachtens. Aber Benjamin hat noch was zu sagen dazu. Jetzt zu diesem Part, das passt nochmal super, dass die Behörden und Einsatzkräfte auch sehen, dass es auch friedliche Menschen gibt, die einfach nur was bewegen möchten, vielleicht was reformieren möchten. Das haben wir auch in den vielen Besuchen erlebt, in den Razzia-Aktionen, die ja sehr groß angelegt waren. Und da haben wir einige Einsatzkräfte auch gesehen, die sich gefragt haben, so, also die waren recht ungläubig und haben sich gefragt, was sie hier eigentlich machen. Denn hier sind nur friedliche Menschen, Familien, die alle ziemlich freundlich sind und fröhlich aussehen. Ja, also da habe ich teilweise Tränen in den Augen gesehen, auch bei den Einsatzkräften, bis hin zu persönlichen Gesprächen, wo es dann hieß, ja, ich fand das richtig gut, was ihr macht, ich wollte mal zum Tag der offenen Tür kommen, naja, jetzt bin ich halt über den Weg hier, ja, das war eine Aktion, wo sie hier noch Sachen abgeholt haben. Also wo ich auch sehe, das Interesse ist wirklich in jeder Schicht da. Und wenn man sich als Mensch begegnet, naja, dann machen irgendwie viele ihren Job und jeder macht so das, woran er glaubt, was er gerne verwirklichen möchte. Und dann trifft man sich halt auf den unterschiedlichsten Wegen. Ja, und wir sind da auch nicht bewertend. Wir wissen, dass jeder irgendwo seinen Job macht und es ist auch nicht immer leicht, jede, also sagen wir mal jetzt von den Einsatzkräften her, jeden Befehl oder jeden Einsatz zu hinterfragen, da kommt man ja nicht, mal weiter. Wenn dann wirklich Gefahr im Verzug ist, was soll man da machen? Ne? Also da würde ja alles in Stocken geraten. Von daher kann ich das schon verstehen, dass man dann halt einfach mal nur seinen Job macht. So. Ja, der Martin würde auch nochmal gerne was sagen. Ja, wir haben jetzt ein schönes Thema eröffnet da mit den Einsatzkräften und den Razzien. Wir haben ja, ich weiß nicht, wenn ich jetzt mal so zusammenrechne, wir hatten jetzt 5 Aktionen gehabt, ne? Ja, 5, seit 2013. Und es waren jedes Mal so mindestens 100 Einsatzkräfte dabei gewesen. Die Ausrüstung und die Vermummung ist auch stark gestiegen. Das letzte Mal, als sie da waren, jetzt im Mai 2017, hatten wir auch gefragt, warum sie mit Maschinenpistolen ankommen. Und dann meinten sie, ja, die Sicherheitslage in Deutschland liegt das halt nahe, dass sie jetzt so massiv schutzbedürftig sind. Und was ich aber sagen will, ist, diese Provokationen, die man auch im Fernsehen und im Internet und diese Hysterie, die auch durch die ganzen Terroraktionen hervorgerufen wird und auch die quasi die Argumentationsgrundlage für solche Sicherheitsmaßnahmen legt, ist etwas, was ist, man könnte meinen, es ist ein Drehbuch, nachdem das alles läuft, wie in einem Film. So. Und ich denke, dieses Drehbuch, diesen Film kann man dadurch stoppen und anhalten, indem man einfach selber Mensch bleibt und sich gar nicht erst darauf einlässt, in Kategorien oder Schubladen zu denken. Selbst wenn es jetzt Menschen gibt, die etwas als Reichsbürger bezeichnet, dann muss man aufpassen, dass man nicht selber eine Unterkategorie macht. Ah, das sind Menschen, die andere Menschen als Reichsbürger bezeichnen. Das geht auch nicht so, ja. Sondern, hey, die Menschen wissen manchmal auch nicht, was sie tun und man kann einfach jedem ganz naiv und ohne Voreingenommenheit begegnen und fragen, was sie denn damit meinen und nicht sofort wie in der Schule, in der Prüfungssituation 1 plus 1 ist gleich 2, sondern du bist die 1
Und der andere, den kennst du noch gar nicht. Und man sollte, denke ich, immer jeden Menschen erstmal ganz unvoreingenommen kennenlernen und auch nicht sofort jedes Wort, was er in den Mund nimmt, auf die Goldwaage legen, sondern wirklich versuchen, den manch anderen Menschen auch in die Augen zu gucken und zu versuchen zu verstehen, was meint er eigentlich? Um was geht es ihm eigentlich? Hat er vielleicht gerade irgendwelche Ängste? Also nicht nur seine eigenen Taten und Handlungen reflektieren, sondern auch zu versuchen, sich in den anderen Menschen einfühlen zu können, Empathie empfinden zu können. Und ja, das ist etwas, was ich noch mit dazu sagen wollte. Ja, was mir jetzt noch einfällt, ist, wann ist bei euch nach eurem Wissen als erstes überhaupt der Begriff Reichsbürger gefallen? Die Medien sind ja immer sehr schnell dabei, aber der Begriff Reichsbürger, weiß ich jetzt nicht, war das sofort erstmal ein Begriff, den die Medien jetzt... Klaus, du bist gerade etwas abgehackt. Ich weiß nicht, ob es bei den Hörern auch so ist, aber bei uns kommt gerade nichts mehr an von dir. Okay, bitte nochmal um Feedback. Bin ich zu hören? Hallo, jetzt, hallo? Jetzt ist super, ja. Okay, gut, dass du mir das sagst. Vielleicht lag es auch an eurer Leitung oder an mir. Ich kann es nicht sagen. Ja, wie gesagt, der Begriff Reichsbürger wurde ja irgendwann mal geboren, entweder von den Medien, was ich aber nicht alleine nur glaube. Es muss ja irgendwer diesen Begriff Reichsbürger ins Leben gerufen haben. Habt ihr da Informationen, wer als erstes da euch damit konfrontiert hat? War das vielleicht ein Richter oder war das ein Anwalt oder wer auch immer? Habt ihr da Infos? Ja, also wenn, dann, sag ich mal, hat das eher seinen Anfang genommen durch die Medienberichterstattung, durch die, ja, sei es jetzt MDR oder Radios, vielleicht auch die Bild-Zeitung oder also die Presse. Wann das genau angefangen hat, kann ich gar nicht sagen. Ich weiß nur, als dann diese, als dann andere Bewegungen hochkamen, die dann eben auch ja, gewalttätig geworden sind. Da weiß ich, kam dann auf jeden Fall mehr dieser Begriff Reichsbürger zum Tragen, wo wir dann eben leider auch in Presseartikeln mit reingeworfen wurden in diesen Topf. Also weiß ich, wenn es dann da wirklich um Schießereien ging, wo auch immer, dass dann eben zum Beispiel unser Königreich-Logo dann mit in diesen Artikel verwurstet wurde. Das war dann natürlich nicht sehr glücklich. Ja. Und wir haben da auch Beschwerden geschrieben und gebeten, das auch richtig zu stellen. Aber da war nicht viel Erfolg zu erwarten. Okay, ihr sagt, die Medien, meines Erachtens sollten auch die Medien, denke ich, vorsichtig sein mit Beurteilungen und Verurteilungen. Wenn sie natürlich eine hundertprozentige Garantie hat, dass es so ist, dann können sie das tun. Ich bin da immer sehr vorsichtig mit solchen Äußerungen, weil eine Medienberichterstattung sollte nun eigentlich eine gewisse Neutralität halt nach außen tragen. Der Herr Ursache wurde ja auch anhand seiner Tätigkeit oder den Einsatz als Reichsbürger auch betitelt. Wie steht ihr denn zu diesem Thema? Was meinst du über die Betitelung von Herrn Ursache? Ja. Mir fällt jetzt nichts dazu ein, was ich dazu sagen könnte. Ja, gut, dann lassen wir das einfach mal so stehen, ist ja gar kein Problem. Menschen fragen sich, was ist das Königreich Deutschland überhaupt? Warum ist das überhaupt entstanden? Vielleicht gehen wir die Frage mal rein. Ja, klar. Okay. Ja, die Frage kommt immer wieder und man von unserer Seite fragen wir uns natürlich auch mal wieder, gut, wie kann man das möglichst kurz und knapp halten? Mir ist heute beim Joggen eine gute Analogie gekommen. Wir haben ja jetzt Neujahr. Und Neujahr ist ja oft, ich könnte mir vorstellen, das kennt so jeder Hörer hier, ist ja oft so der Moment, wo man sagt, okay, jetzt geht man mal in sich und schaut nach guten Vorsätzen. Ne? Was möchte ich denn in diesem Jahr irgendwie verändern, verbessern? Meistens sind das ja ganz gute Vorsätze. Ja, man möchte vielleicht mehr für seine Gesundheit, für seine Fitness tun. Vielleicht will man mal irgendwas aufräumen, was man schon lange nicht mehr aufgeräumt hat. Also man hat Vorsätze, gute Vorsätze. In der Regel sind das gute Vorsätze. Ideen, was man optimieren, verbessern könnte. Am Ende des Jahres gucken wir dann zurück und schauen, okay, was ist unseren Vorsätzen geworden? Oftmals
Auch das habe ich schon oft erlebt. Ja, ist es dann vielleicht doch nicht dazu geworden. Also man hat dann seine Vorsätze vielleicht nicht einhalten können. Da fragt man sich, was ist der Grund dafür? Woran liegt das? War man nicht diszipliniert genug? Hatte man nicht den richtigen Rahmen oder genug Zeit dafür? Und wir hatten heute das schon mal angesprochen, bei sich bleiben. Ja, und wenn wir uns so rumschauen, dann haben wir einen Haufen Medien um uns herum. Wir haben Werbung. Menschen erzählen uns ihre Sichtweise der Welt, wie etwas gut ist, wie etwas richtig zu sein hat. Und das ist natürlich eine Überflutung, eine Reizüberflutung. So, wir haben uns gesagt, also sagen wir mal so, wir sind hier eine Ansammlung von Menschen. Von individuellen Menschen, die alle irgendwie, die haben Träume, die haben persönliche Ziele. Sie möchten wirklich gesund leben. Sie möchten ein Bildungssystem für ihre Kinder, wo man wirklich sagen kann, da gehen die Kinder gerne hin, da haben sie Spaß am Lernen. Sie werden gefördert in dem, wo sich ihre Talente abzeichnen. Vielleicht möchte jemand auch wirklich ein nachhaltiges Rentensystem haben oder wünscht sich das, wo er dann mit einem guten Gefühl so ins Alter gehen kann und sagt, okay, da habe ich dann noch tolle Menschen um mich herum, ich habe ein gesichertes irgendwie Einkommen, ich werde versorgt. Und also es gibt die unterschiedlichsten Motivationen, was Menschen gerne hätten, was Menschen gern verwirklichen würden. Und wir haben uns gesagt, wir möchten die Dinge umsetzen. Also wir glauben daran, dass das auch Wirklichkeit sein kann. Nicht nur im Kopf, sondern auch hier in unserer physischen, materiellen Welt. Und so haben wir uns viele Projekte vorgenommen. Also wir haben gesagt, okay, wie könnte dann unsere Vision einen Platz finden? Und so hatte damals ja auch Peter das Königreich Deutschland als einen Rahmen geschaffen, wo all diese Dinge einen Platz finden. Und das ist ein staatlicher Rahmen, wo man sagt, okay, diese unterschiedlichen Ziele, die spielen ja alle zusammen. Und wie kann man das besser zusammenbringen als in einem Staatssystem? Denn es muss irgendwo ganzheitlich ein neues System her. Wenn man sagt, okay, in der bestehenden Struktur, wo ich jetzt vielleicht nicht so zufrieden damit bin, wenn man da nur einen Teil davon ändert, das ganze System ist ja so aufgebaut, dass es so funktioniert, wie es jetzt funktioniert. Alles spielt zusammen, ja, das sind Zahnräder, die ineinander greifen und das ist schon so eingerichtet. Also das ist schwierig, an einem laufenden Uhrwerk jetzt noch irgendwie ein Zahnrad auszutauschen, also ein komplett neues Zahnrad einzusetzen, was eine ganz andere Zahnung hat. Ja? Da wird die ganze Uhr nicht mehr funktionieren. Also sagen wir, okay, wir bauen einfach eine neue Uhr. Während wir die alten nutzen. Und natürlich, die alte läuft natürlich weiter. Es braucht ja auch irgendwo eine Ordnung. So, um jetzt nochmal zum Punkt zurückzukommen. Wir sagen, okay, wir bauen ein Feld auf, eine Struktur, wo man sagt, hier findet man ein komplett neues Gemeinschaftssystem, ein Gesellschaftssystem, wo man mal empirisch auch erforschen kann, das haben wir uns auch zum Ziel gesetzt, wie sowas anders aussehen kann, wo wirklich alles reinspielt. Ein zinsfreies Geldsystem. Wie könnte ein Staat organisiert sein, der zum Beispiel keine Steuern einnimmt, sondern sich nur durch Staatsbetriebe finanziert? Wie könnte das sein, wo ein Gesundheitswesen existiert, was ein wirkliches Interesse hat an der Gesundheit, wo Krankheit kein Geschäft ist? Man verdient ja heute sehr viel Geld mit Krankheit. Da kann es auch naheliegen, dass man auch ein Interesse an Krankheit hat, ne? Ja. Wo können die Menschen wirklich anderen Menschen dienen? Ich würde einfach mal an den Martin weitergeben, denn ihn kribbelt es da auch schon in den Fingern.
Naja, es geht einfach darum, ich habe mir ja damals gedacht, ich spreche jetzt von mir persönlich, als ich zur Bundeswehr gegangen bin. Warum gehe ich zur Bundeswehr? Ich gehe zur Bundeswehr, weil ich dann, Entschuldigung, dann habe ich mich ein bisschen verschluckt, weil ich anderen Menschen helfen wollte. Und zwar in der Form bei der Bundeswehr, weil ich wusste, dass die Bundeswehr auch in Krisengebieten, in Kriegsgebieten anderen Menschen hilft, auch Infrastruktur, Schulen und ja, Wasserversorgung wiederherzustellen. Dort, wo es den Menschen wirklich, wirklich schlecht geht. Weil ich ging immer davon aus, in meiner Jugend, Deutschland ist das reichste Land der Welt. Wir haben hier alles. So, wenn man sich mal die anderen Menschen und Länder, in denen die Menschen leben, anschaut, also da kann Deutschland sagen, pff, Junge, Junge, wir haben hier was aufgebaut. Allein schon die Infrastruktur ist atemberaubend. Also ich wüsste jetzt kein Land ganzheitlich betrachtet, wo es so gut läuft wie in Deutschland. Und da habe ich gedacht, naja, wenn wir in so einem reichen Land sind, dann ist es doch das Beste, wenn ich das Bedürfnis habe, anderen Menschen diesen Reichtum mitzuteilen, dass ich mich halt auch in Gefahrsituationen begebe. Zum Beispiel in Krisengebieten, wo ich dann helfen kann, anderen Menschen Schulen mit aufzubauen und Infrastruktur und auch für Sicherheit zu sorgen. Und da, als ich dann gemerkt habe, dass das in dem bestehenden System doch nicht so funktioniert, weil ich gesehen habe, dass da ja die Bundeswehr nicht in erster Linie genau dafür eingesetzt wird, sondern dass sie manchmal auch Spielball ist. Und Krisengebiete quasi mit verursacht, habe ich mir gedacht, nee, das kann ich nicht machen, weil das völlig entgegen dem steht, was ich mir eigentlich vorgenommen habe. Und dann habe ich gemerkt, ja gut, wenn das auch mit dem Geldsystem so stark zusammenhängt, dass diejenigen, die das Geldsystem ja, erschaffen haben und ja, lenken können, allein durch die Regeln, dass dieses Geldsystem zur Verfügung steht, stellt, und es dann die Möglichkeit aber gibt, wie Wilhelm Reich das mal probiert hatte in Österreich, in der Stadt Wörgl, wo es auch eine große Depression gab, wo es wirtschaftlich nicht voranging und er dann mit seinem Schwundgeld es geschafft hatte, also mit einem neuen Geldsystem in einer kleinen Region, in einer Ortschaft, wieder die Wirtschaft und die soziale Interaktion und das, ja, Leben, sage ich, damit mal auch anzukurbeln. Da habe ich gedacht, ja gut, dann lass uns das mal ausprobieren. So. Und so habe ich mich dann dazu entschlossen, einfach zu sagen, gut, ich weiß, es ist nicht einfach und Rentensystem und Gesundheitsversicherungssystem und so weiter lasse ich einfach mal hinter mir. Und so habe ich mich halt selber in ein Krisengebiet ge gesetzt, was mitten in Deutschland ist, aber ohne diese ganzen sozialen Strukturen, die bisher schon vorhanden waren, sondern einfach mit der Herausforderung, diese Dinge dann selber zu erschaffen. Und es erfordert auf jeden Fall einiges an Offenheit, auch im Geiste, sich überhaupt diese Dinge mal vorzustellen und dann auch den Versuch zu unternehmen, es einfach mal umzusetzen. Und was ich bis jetzt gelernt habe, ist, dass diese Offenheit ein beständiger Prozess ist, der mich begleitet hat, mich immer weiter zu öffnen und immer, ja, wie soll ich sagen, vom Gefühl her menschlicher zu werden. Wenn ich mich vergleiche mit, bevor ich hier vor 7 Jahren hergekommen bin, da sah ich auch ganz anders aus. Da war ich einfach ein normaler Soldat und meine sozialen Interaktionen waren jetzt, oder überhaupt meine Fähigkeit, mit anderen Menschen zu interagieren oder mich in sie hineinzuversetzen, ich war, weiß nicht, 10% von dem, was ich jetzt kann. Und das steigert sich immer weiter. Und das macht das Leben für mich persönlich auch so viel interessanter, weil ich wirklich mit Menschen interagieren kann, die auch Interesse haben, etwas Positives umzusetzen. Und so wie ich das sehe, hatte bisher jeder Mensch, der hierher gekommen ist, das Interesse gehabt. Und wenn es auch nur ein ganz kleiner Funken ist, etwas Positives für alle umzusetzen. Und ich glaube, es gibt in allen Menschen einen kleinen gemeinsamen Nenner, der alle miteinander verbindet. Und hier im Königreich Deutschland sehe ich die Chance, ja, diese Basis, diese Grundlage, ja, weiter aufzubauen.
Das war Silvio Gesell und ich Wilhelm Reich, einmal zum Wunder von Wörgl. Das oh ja, oh, kein danke Problem. Schön. Ja, kein Thema. Dann sehe ich das Königreich Deutschland, ich glaube, das ist der Marco vermutlich. Marco, dein Mikrofon mal entstummen, vielleicht bist du da, dann sage ich mal guten Abend zu dir. Na, er ist zumindest registriert und er ist von eurer Truppe auf jeden Fall. Vielleicht macht er gleich sein Mikrofon auf. Oben hast du links ein Mikrofonsymbol, einfach da draufklicken und dann kannst du auch reden. Ja, ich sehe, da ist der Wale schon im Zuhörraum. Wale, du bist gerade erst eingestiegen. Ich kann dich sicherlich raufnehmen, aber du hast ja gar nicht den Einklang dieser Sendung bisher mitbekommen, die ersten 45 Minuten. Meine Frage persönlicherseits ist, wie seht ihr nach eurem Stand die Bundesrepublik Deutschland? Wie soll ich die sehen? Als das, was sie ist? Und was ist sie für euch? Ich sag mal so, ich bin in der groß geworden. Es ist meine Heimat, ein Teil meiner Heimat. Und ich sitze, also ich sag mal so, die Bundesrepublik Deutschland, das ist immer die Frage, wie man das differenzieren möchte. Wenn ich jetzt die Verwaltung sehe und die ganzen Organisationsaufgaben, ist das eine Seite. Wenn ich aber mein Gefühl zu dem Land oder zu dem Ort, in dem ich jetzt groß geworden bin, sehe und die, also einfach nur die Auswirkungen der Verwaltung sehe, dann sage ich, ja, das ist meine Heimat hier in Deutschland. Bin ich groß geworden, mir hat es dann nie an irgendwas gemangelt. Das, wie gesagt, das ist eigentlich, wenn man das mit dem Rest der Welt vergleicht, ein Paradies für mich gewesen. Und alles, was ich jetzt mir noch mehr wünsche, also die ja, soziale Interaktion und auch die Menschlichkeit, die ich mir ein bisschen mehr wünsche, dass da ein bisschen mehr Austausch möglich ist und dass auch ein bisschen ein offenerer, ein bisschen mehr Offenheit im Verstand und im Herzen bei den Menschen existiert. Ja, daran arbeite ich ja selber. Also ich sag mal so, ich bin hier groß geworden, ich bin ein Kind dieses Landes und möchte natürlich auch dafür dazu beitragen, dass sich das alles hier mit weiterentwickelt, mit allen Menschen, so, die auch Lust haben darauf. So sehe ich das. Ja, wunderbar. Ich selber habe auch eine Meinung natürlich zur Bundesrepublik Deutschland. Ich bin ja auch in dem Land aufgewachsen und ich sehe eigentlich die Zeit natürlich im Wandel. Die BRD für mich war früher mehr geordnet, weil auch dementsprechend vielleicht Stabilität drin war. Und das soziale System vor allem, ihr habt ja vorhin das Gesundheitssystem auch angesprochen, dort sind die großen Opfer vor allem die Patienten. Ja, also es wird richtig Geld gemacht, man ist nur noch eine Nummer, was ich enttäuschend finde, dass man nicht einen Fortschritt hat und Deutschland ist nicht das reichste Land meines Erachtens, es war vielleicht mal eines der reichsten Länder, wir haben so viel Arbeitslosigkeit und diese Arbeitslosenzahlen werden immer weiter getürkt, wir haben Hartz IV und das nenne ich persönlich offener Strafvollzug, weil man noch nicht mal raus darf aus seinem Ländle oder auch schon Städtchen, Zwangsgebühren werden aufgezwungen, die GEZ. Und jetzt ist es sogar so weit, dass man sogar noch eine Erhöhung macht, so laut den Heiko Schrank, weil wohl zu viele Verweigerer da sind. Mein Motto heißt immer, das, was wir geschaffen haben, wenn es gut ist, sollte man auch versuchen zu erhalten. Und da muss ich sagen, ich als Deutscher bin da ziemlich enttäuscht worden und würde mir eine BRD, das was schon geschaffen worden mal war, in einem anderen Blickfeld für mich sehen. Das noch dazu. Und jetzt holen wir doch mal den Wahl rauf. Er hat nämlich geschrieben, ob ihr Beamte anscheinend habt. Aber geben wir mal dem Wahle das Wort. Guten Abend, Wahle. Wir hören dich nicht, Wahle. Ja, Wale, Mikrofon und ansonsten geht's gleich weiter. Ja. Dann kann ich ja in der Zwischenzeit noch was anderes sagen. Und zwar, ja gut, das mit dem reichsten Land hier, meines Erachtens gut. Ich differenziere das jetzt nochmal. Und zwar, materiell gesehen sind wir das reichste Land, meines Erachtens nach. Das ist zu einem Hallo. Ja, emotionalen und geistigen, Schwierigkeiten und Probleme gibt, bin ich auf jeden Fall, sehe ich auch so.
Und darum tue ich das alles ja, weil ich ja auch sehe, wie sich das alles abzeichnet. Zum Beispiel das mit der GEZ und das mit dieser Geldmacherei, mit der Krankheit. Aber das sind alles für mich, die Wurzel darin liegt meines Erachtens nach im bestehenden Geldsystem. Dadurch, dass es ein Zinseszinssystem gibt und Kredite durch Banken, durch die Vergabe von Krediten Geld machen und immer mehr Geld dafür im Umlauf kommt und diese nicht Werte hinterdeckt sind, und ja, sich Ärzte und ja, Psychologen oder andere Juristen oder ich weiß nicht, unterschiedlichste Berufsgruppen schon, sag ich mal, Praxisgeräte und Dinge einrichten müssen, wofür sie sich vielleicht sogar noch erstmal verschulden müssen und sie denn direkt schon in der Schuld sind gegenüber einer Bank, sie quasi durch diese Umstände gezwungen sind, Geld zu machen. Ist klar, dass wenn Anwälte gezwungen sind, Geld zu machen, dann braucht es Streitereien, für die sie bezahlt werden. Wenn Ärzte gezwungen sind, Geld zu machen, dann brauchen die Schulden. Und nee, Schulden Patienten. nicht, Patienten brauchen die. Und die müssen krank sein. So. Und es hängt für mich alles sehr stark mit dem Geldsystem zusammen. Ist manchmal vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen, aber wenn man sich das mal überlegt, das Geldsystem, das Geld ist der, wenn man das Land, sag ich mal, und die Struktur als ein Körper, ein Organismus sieht, dann ist für mich das Geld das Blutkreislaufsystem. Und wenn das Blutkreislaufsystem, das ja alles versorgt, alle Organe versorgt, wenn das ja nicht funktioniert, Blutkrebs hat, dann wird das gesamte System in Mitleidenschaft gezogen. Und darum bin ich auch mit dabei, Peter dabei zu unterstützen, dieses Geldsystem durch ein neuartiges ja, oder aufzuzeigen, dass es mit einem besseren System auch zu besseren Ergebnissen kommt. Ja, So, klar. Hallo? Sekunde, Wale, ich werde dich gleich schon begrüßen nochmal, Wale. Ja, natürlich, es ist ja ganz klar, wir haben ja schon viele Finanzexperten auch bei OKiTalk gehabt und wir leben ja in einem Schuldgeldsystem, mit Zinseszins und Zinseszins und das ist ja klar, auf Knappheit beruht und das bedeutet auch Abhängigkeiten zu schaffen. Arm, reich, wir wissen die Schere, Mittelschicht auch immer weniger und da dürfte man sich in der Gesellschaft mal Gedanken machen, dieses Thema zu in die Transparenz zu bekommen und dafür sollten eigentlich die Medien auch mal dementsprechend frei diese Thematik mehr beleuchten. Es wird nur sehr geringfügig darüber berichtet. Wir haben hier neue Gäste und zwar der Wale wird gleich als erstes das Wort bekommen, dann kommt CryptoTV, haben wir da einen guten Abend und auch der Walter ist bei uns. Und jetzt geben wir dem Wale mal das Wort und einen wunderschönen guten Abend zu dir. Ja, wunderschönen guten Abend in die Runde. Vielen Dank ans Format okitalk.com. Kommt rein, ladet euch Mumble runter und seid live dabei. Krone ist für mich heilig. Also ich bin monarchischer Demokrat und Graf. Die Krone, die aktuelle deutsche Krone, muss ich informieren, hat das Haus Hohenzollern immer noch. Der Chef des Haus Hohenzollern sagt, aber er will die Regierungsgeschäfte jetzt nicht. Und ja, was ist das? Das ist der Zweigang der BRD und der Monarchie in diesem Lande. Und da ist doch dann meine Frage, wie ist die Position jetzt von Peter Fitzek, der ja der gekrönte Zweite ist? Der sitzt jetzt noch. Wie lange und wie geht's weiter? Hallo, Walle. Der gekrönte Zweite, gleich zur Korrektur, er wurde nicht gekrönt. Er ist oberster Souverän, so ist sein Titel. Er ist kein König, in dem Sinne, dass er gewählt worden ist von der Struktur, so wie wir sie anstreben, sondern er wurde von den Gründungsmitgliedern zum obersten Souverän, quasi zum Oberhaupt der Übergangsregierung gewählt. Und ja, wer die Verfassung etwas durchliest, der versteht es mit der Struktur besser. Ich wollte das nur sagen, weil dieser Irrtum immer wieder auftaucht und sich viele auch daran ecken. Und was mir noch dazu einfällt, zu dem ja, zu den Hohenzollern, ist ja, wenn Sie kein Interesse daran haben, hier in Deutschland tätig zu sein, dann ist das ja Ihr freier Wille und das können Sie ja machen. Und wir, sage ich mal so, als Königreich Deutschland sehen uns jetzt nicht als, wie soll ich sagen, als die eine Wahlmöglichkeit auf dieser Erde, um irgendwas zu machen oder in Deutschland. Wir sind einfach eine ja, Gruppe von Menschen,
die sich Ziele gesetzt haben und uns durch unsere Regierungsform, die ja eine basisdemokratische Republik mit einer konstitutionellen Wahlmonarchie ist, veranlasst, haben wir uns dazu gesehen, uns halt Königreich Deutschland zu nennen. Und ich weiß, dass da immer wieder ein bisschen Irritationen herrschen, darum habe ich das nur noch mal gesagt. Und wie es jetzt weitergeht mit Peter ist, wie gesagt, er hat jetzt in zwei Verfahren, die weswegen er verurteilt wurde, einmal wegen Versicherung, Betreiben von unerlaubten Versicherungsgeschäften und des Betreibens von unerlaubten Bankgeschäften, hat er Revision eingelegt. Er wurde jetzt in beiden Verfahren einmal verurteilt. In beiden hat er jetzt Rechtsmittel, also Revision eingelegt. Wir warten jetzt auf die Entscheidung der Gerichte. Und je nachdem, wie sie ausfallen, werden wir entweder weiteres Rechtsmittel einlegen oder Peter wird freikommen und wir werden alles wieder so aufbauen, dass wir zügig weiterarbeiten können. Danke dir, Walle. Wir geben jetzt erstmal den Leuten das Wort und damit wir gleich nochmal dich auch zu Wort kommen lassen. Ich hoffe, das ist okay, Walle, ja? Es hätte mich jetzt nur gejuckt. Ja, dann juckst du nochmal, dann gibt's nochmal kurz Gas und dann gehen wir zu den nächsten Gesprächspartnern über. Bitte. Okay, ich verfolge ja den Zielgedanken einer Zwei-Regierungsversion der Welt. Das bedingt aber eine Selbstermächtigung im Empire Me. Ich habe zum 12.11. um 12.12 Uhr das Kaiserreich 4 für mich beschlossen, als Internet-Kaiser. Und ich möchte ihm da die Daumen drücken, dass der Kollege schnell wieder rauskommt. Ne? Sonst könnte er noch südamerikanische Gebiete unter Vertrag nehmen. Da könnte er König sein. Weil in Deutschland hat er jemand wahrscheinlich auf den Fuß getreten, dass er sitzt. Ne? Danke. Gut, hier wird nochmal gefragt vom Thomas. Thomas, du kannst gleich nochmal die Frage stellen, obwohl die eigentlich schon beantwortet ist. Vielleicht warst du nicht am Anfang der Sendung dabei, aber vielleicht hast du da nicht hingehört. Es geht um die Frage vom Thomas, warum sitzt er denn noch in offizieller Darstellung? Oder warum sitzt er dann noch in offizieller Darstellung, wird hier gesagt. Und das haben wir, glaube ich, gerade schon beantwortet. Ne? War das richtig? Benjamin und Martin? Habe ich die Frage richtig verstanden? Warum sitzt er noch in offizieller Darstellung? Sitzt er in Untersuchungshaft? Warum? Dann haben wir sie beantwortet. Genau, also, Thomas, komm einfach gleich mal rauf, würde ich sagen, und dann können wir da auch nochmal drauf eingehen. Und nun habe ich gesehen, CryptoTV haben wir die Reihenfolge gemacht, Walter, und dann haben wir Institut für Rechtssicherheit bei uns und sagen guten Abend, CryptoTV, Roman, schön, dass du da bist. Ja, hallo Klaus, hallo Walle, hallo Benjamin und Martin. Sehr spannendes Thema heute. Ich habe da eine einzige Frage, die was mit ein paar bisschen Beispielen darlegen möchte. Das Pardon in Österreich zum Beispiel, das was im Königreich der Fizek gemacht hat, ist ja die Monika Unger, wo es das auch ein eigenes Staat in der Steiermark bilden wollte und ist dann dabei gestürzt, indem sie dann halt auch so Autokennzeichen und so derlei Sachen gemacht hat, was ein gewisses Hoheitsrecht des Staates ja noch bedarf. Ich will jetzt diese Frage hindeuten, ob das jetzt legitim ist, einen Hoheitsstaat zu gründen oder nicht, sondern die Frage eher darauf hinsetzen, wie sinnvoll ist es, zielführend. Zum Beispiel, ein anderes Beispiel, der Joe Kreisel, würde man jetzt im ersten Blick auch so ansehen mit diesen selben Gesinnungseigenschaften, wobei ich ihn jetzt auch noch so gut kennengelernt habe und eigentlich ganz was anderes sehe. Zum Beispiel der Joe Kreisel, der möchte ja schon, dass der Staat Österreich nur der Staat ist, in dem wir alle leben, sondern auch, dass er ein Erlösterreich wird. Also, dass keiner aus dem Staat raus muss, einen neuen Staat kreieren, in dem wir uns dann alle wieder trennen. Sollten wir nicht eher unseren Fokus darauf setzen, bestehende Gesetze, die nicht umgesetzt werden, weil ja nur noch Verträge angegangen werden in der EU-Struktur, wieder darauf zu beharren, gegebenenfalls alte Gesetze, die nicht so gesellschaftskonform heute sind, zu reformieren noch, ja. Aber vielleicht dann eben, wenn Gesetze nicht eingehalten werden, die uns noch schützen,
eher darauf beharren und zu helfen, sich zusammenzuschließen, wenn der Staat da jetzt was Unrechtmäßiges exekutiert oder beschließt, sich da Gruppen zu bilden und dann eher medial und offensichtlich mit Anzahl der Menschen aufmerksam zu machen. Der Peter Fitzek ist mir am Anfang auch so vor vielen Jahren bekannt worden, dass er sich sehr gut in der Rechts- und Gesetzeslage von Deutschland gut ausgekannt hätte und hat am Anfang gezeigt, dass da noch sehr viele Gesetze gibt, die nur umgesetzt werden müssen, viele gar nicht neu geschrieben werden. Also warum muss man einen neuen Staat kreieren, meine Frage, die was dann eigentlich wieder nur trennt und Zwiespalt in unwissenden Menschen erzeugt, das wie auf bessere Gesetze zu beharren? Ja, also es ist, danke erstmal für deine Frage. Das ist natürlich beides wichtig und hilfreich. Wie du es ja schon richtig gesagt hast, wurde das ja von unserer Seite auch schon viel aufgezeigt und auch der Weg gegangen. Was wir uns jetzt einfach als Aufgabe gesetzt haben, ist eben einen neuen Rahmen zu schaffen, um natürlich, weil sagen wir mal, wenn wir jetzt auf den Gesetzen beharren, die wir haben, ändert das jetzt erstmal noch nichts daran, was wir derzeit für eine Situation haben. Sei es jetzt nun Geldsystem, Gesundheitssystem und so weiter. Das Königreich Deutschland haben wir ganz speziell dafür ins Leben gerufen, um wirklich mal umfassend diese neuen Strukturen auch darzustellen und überhaupt aufzubauen. Sodass, wenn eben wir jetzt in unserem Land hier auch wieder mehr Gesetzestreue erreichen, also dass die Gesetze auch eingehalten werden, die wir haben, und das Interesse am Menschen auch wieder im Vordergrund steht, dass dann einfach Alternativen da sind, wo man gleich sagen kann, ah, hier, so kann man das dann anders gestalten, so können wir das bisherige Geldsystem verändern, also etwas Neues einsetzen, so können wir das Gesundheitssystem umstellen. Also uns geht es hier jetzt einfach vordergründig darum, diese neuen Strukturen aufzuzeigen. Und dafür braucht es eben, wie vorhin schon gesagt, dieses Gesamtkonzept, diesen kompletten Rahmen. Und das ist bei uns eben das Königreich Deutschland. Und wenn ich noch was dazu fügen darf, sollte es sogar so sein, was ich auch nicht so verkehrt fände, wenn das die bestehende Verwaltung sich so weit reformiert, dass sie in dem bestehenden System ja neue Schritte geht und gesetzlich auch wieder auf eine Ebene kommt, wo man sagen kann, ja, Recht ist mit Gerechtigkeit sehr nah, also im Vergleich zu jetzt vielleicht, dann braucht das Königreich Deutschland auch gar nicht mehr. Weil wenn wir die Projekte umgesetzt sehen in der bestehenden Verwaltung, wozu sollen wir denn noch das Königreich Deutschland machen? Ja, also wir versuchen ja nur, die Lebensvision, die wir haben, umzusetzen und in die Wirklichkeit zu tragen. Wie das Kind am Ende heißt, ist mir persönlich vollkommen egal. Wir haben uns einfach nur den Namen gegeben, damit es den Menschen einfacher gemacht wird, zu sehen, was denn möglich wäre. Und wenn sich andere Menschen, so wie du sagst, auch dann eher so getrennt fühlen von anderen, ich kann das vollkommen nachvollziehen, wie du das meinst, ich erfahre das ja auch teilweise, aber ich denke, die Menschen, die hinter die Kulissen blicken, hinter den Lahmen blicken und sich die Inhalte angucken und wirklich nur nach den Inhalten etwas prüfen und kennenlernen, ja, mit denen kann man auch solche Projekte am ehesten umsetzen in erster Linie. Und ich denke, über kurz oder lang ja, wird sich das schon geben. Ich glaube nicht, dass wir den Anschein geben, dass wir uns irgendwie getrennt von anderen Menschen sehen. Und wenn doch, dann sagt es uns und wir werden das Beste tun, um das abzustellen. Ja, es ist sicher sehr schwierig. Gute Gesetze, Öffentlichkeitsarbeit zu leisten, indem man gehört wird, weil die Medien ja da nicht mitspielen, eher deformieren. Sieht man auch beim Beispiel, wie viel deformiert wird. Es gibt ja Gesetze, an denen meine Frage ja noch ein bisschen zu erhärten, es gibt Gesetze auch in der EU weit, es gibt ja den Europäischen Gerichtshof, wo man ja 99 auch Kommissare dafür schon eingesetzt hat.
Wie weit können die euch helfen? Weil wenn ihr nur auf menschenrechtliche Konventionen beharrt in euren Staat, kann man euch ja nicht sehr viel vorwerfen. Wie weit können euch die Kommissare oder überhaupt der Europäische Gerichtshof helfen, oder ist der Europäische Gerichtshof mittlerweile komplett obsolet worden? Tja, da wäre es schön, wenn wir auch dafür einen Experten hätten, der sich in diesem EU-Recht tiefer eingearbeitet hat. Da bin ich jetzt noch nicht so firm drin. Ich habe ja auch nur die Dinge getan, die anstanden. Ich mache lieber andere Sachen, als mich mit Rechtssachen zu beschäftigen. Aber ich tue das einfach auch deswegen, weil es notwendig gewesen ist. Ich kann da nur darauf hoffen, dass sich bei uns auch Menschen noch zeigen, die sich mit diesen europäischen Gerichten und Gerichtshöfen auskennen und da auch die Möglichkeiten uns vielleicht mitteilen, die wir da noch haben. Weil ich meine, es gibt so viele Gesetzesbücher, da kannst du Wagen, Ladungen und LKWs voll transportieren. Die können wir nicht alle auf einmal wissen. Da sind wir auch auf die Mithilfe von Experten angewiesen, die sich da besser auskennen. Und wir haben jetzt schon die eine oder andere Struktur, die auch mit dem europäischen Recht zu tun hat, die wir derzeit vorbereiten und ich denke auch mit nutzen werden. Und da möchte ich aber jetzt noch nicht zu viel verraten. Das ist aber auch eine Möglichkeit, die wir da sehen. Ja, und um das nochmal aufzugreifen gerade, es kann einfach alles nur mit Arbeitsteilung funktionieren und wir sind hier mit so vielen Themen natürlich auch beschäftigt. Es gibt sicher noch ganz viele Möglichkeiten, die man gehen könnte, aber da braucht es dann halt auch einfach die entsprechenden Menschen, die uns dann dabei unterstützen. Deswegen, wie es jetzt mit den europäischen Gerichtshöfen aussieht, das entzieht sich jetzt mehr unserer Kenntnis, ja, als dass wir da wirklich eine sinnvolle Antwort geben könnten, zu sagen, wie man das jetzt regeln kann. Also wenn du da selbst noch auf andere Menschen triffst, die da Firmen sind, dann freuen wir uns natürlich sehr über einen Kontakt oder eine Vernetzung. Ja, Roman, hast du da Ideen oder zufällig Vernetzung? Die Frage und ansonsten auch, liebe Zuhörer, wenn ihr Vernetzungen habt, bitte meldet euch ans Königreich Deutschland, damit das auch geklärt wird. Roman? Ja, Ideen gibt schon sehr viele und auch viele Menschen. Man kann Rebe hat auch schon viel gebracht darüber, gerade über die Kommissare, die was da vor allem helfen können. Ich finde es halt nur sehr schade, wie im Beispiel Ungarn auch bei euch, wenn dann viele Menschen sich da vereinigen und was Schönes bewirken wollen, dann aber blauäugig ein paar kleine Fehler machen und dann die Kobra die Wohnungen stürmen, bei euch auch viel beschlagnahmt wurde, was schon die Tausenden von Euro geht, da wird dann nachher wieder was zerstört, was man schwer wieder aufbauen kann und eher mehr Missmut dann entwickelt. Das ist halt alles so schwierig, aber na okay. Danke dir, Roman. Und jetzt gehen wir rüber zum Walter IZ als nächsten Gast und sagen guten Abend, Walter. Hallo, guten Abend, alle miteinander. Ja, danke für euren interessanten Vortrag. Es war auch für mich interessant zu hören, was bei euch in Wittenberg vorgeht, falls der Sitz überhaupt noch Wittenberg ist. Ich finde sehr gut, dass ihr auch auf dem Wege des Pazifismus dort vorgeht, weil ich denke, eine Gruppe, die irgendwie gewalttätig vorgeht, disqualifiziert sich von vornherein in dieser Gesellschaft. Und auch die friedlichen Gruppen haben es zuweilen nicht so einfach, wie ja auch Anastasia zeigt, die ja auch ein bisschen durch das esoterische Unterfeld von Anastasia so in Verruf geraten sind und in den Medien nicht so ganz geradlinig und positiv ankommen. Also ich wünsche Peter Fitzek erstmal viel Glück für seinen Weg und ich denke, er hat keinen einfachen Weg gewählt, indem er halt unserer Bürokratie und dem Staat so ein bisschen auf die Füße getreten ist mit seiner Handlungsweise. Es hätte vielleicht nach meiner Auffassung nicht nötig getan, denn ich sehe ihn irgendwie als Künstler und gar nicht so sehr als staatspolitisch wirksamen Menschen, auch wenn er das vielleicht selber so meint. Für mich ist er ein guter Künstler, ein guter Darsteller, auch ein fachkundiger Mensch, was viele Bereiche angeht. Aber ich sehe ihn im Sinne von Beuys
als sozialen Künstler, der viel auch erreicht für unsere Bewusstheit, für die Basisdemokratie, für die Vernetzung, die wir untereinander betreiben wollen. Und seine Initiative interessiert mich besonders, weil ich ja im Rahmen und Kreis der Ökodörfer aktiv bin. Also ich sehe euch als Gemeinschaft, als erstmal als Inselzelle, als Ökodorf, als Gemeinschaft, die auch erstmal nach innen wirken muss, bevor sie großartig Auswirkung erzielen kann. Denn jede kleine neue Gemeinschaft sollte erstmal innen so glücklich und stabil und reich genug sein, dass innen alles sehr gut bis super funktioniert und dann wird die Außenwirkung von alleine kommen. Also ein Grußwort an euch. Boah, Walter, deine Worte haben mich jetzt echt bewegt. Also danke dafür, dem ist einfach nichts hinzuzufügen. Vielen, vielen Dank. Danke dir, Walter. Und wir gehen dann weiter zum nächsten Gast. Das ist das Institut für Rechtssicherheit. Der Jürgen, einen wunderschönen guten Abend. Ja, hallo Klaus, hallo Benjamin und Martin und alle Zuhörer. Ja, ich habe natürlich aus der Kenntnis und Forschung sehr viele Fragen, aber auch Anregungen zur jetzigen Situation, möchte ich aber auch eingehen. Diese BRD ist ja seit 1945 ein verwaltetes Wirtschaftsgebiet nach dem Modell eines Internierungslagers und innerhalb dieses Internierungslagers ein anderes Modell aufzubauen, was dann auch als Staat oder Königreich ausgerufen wird. Das lässt sich das verwaltete Wirtschaftsgebiet, wie wir wissen, nicht gefallen. Da gäbe es eine Anregung, das in Form eines Kunstprojektes dann fortzuführen, weil diese Auseinandersetzung, die wir jetzt weiterhin geben, wir sehen das im Donbassgebiet, gibt es die Auseinandersetzung von Menschen, riesige Gruppe von Menschen, die sagen, wir wollen zu dieser oder jener Gruppe gehören, also die wollen zu Russland gehören. In Katalonien genau umgekehrt, die wollen nicht zu Spanien gehören und werden auch da in ihrem eigenen Willen der Abspaltung unterdrückt. Also wir sehen, die Gebietshoheiten, die haben etwas dagegen, dass sich auf dem Gebiet, wo die Hoheit herrscht, also Hoheit heißt jetzt nicht, dass wir denen die Hoheit übertragen haben, sondern dass sie einfach die Gewalthoheit haben. Und die lassen das einfach nicht zu, dass man da rauskommt. Also ein Kunstprojekt, wie es zum Beispiel Matthias Löwenherz jetzt aufgebaut hat, seit Mitte des Jahres 2017. Vielleicht solltet ihr euch das mal ansehen. Das heißt Artistopia. So wie Kunst, ne? Artist. Artistopia. Gibt es eine Webseite, da kann man, in diesem Projekt kann man Kunstprojekte machen, die auch Staatsformen simulieren, so ähnlich wie ein Holodeck bei Star Trek wäre das möglich. Ist sicherlich eine interessante Sache, vielleicht über die Fortführung mal in dem Rahmen nachzudenken, weil es wird weiterhin Angriffe geben noch. Das kann ich aus der Beobachtung auch im europäischen und außereuropäischen Ausland, kann ich das einfach ableiten, dass es so bleiben wird. Und wenn man diese Zermürbung aushalten könnte, dann wäre das. Naja, ich weiß nicht. Also es ist wirtschaftlich und von der Persönlichkeit, die da angegriffen wird, auch ständig, ist es, glaube ich, nicht erstrebenswert, so viel Widerstand gegen diese Windmühlen, von denen auch immer wieder ein neues Flügelblatt auftaucht, dagegen anzugehen. Das ist sehr, sehr schwierig. Und was ein Königreich oder auch Stadt Ur oder viele andere gemacht haben, die haben auch in dem Geldhoheitsgebiet, vorhin wurde auch schon von dem Geld, von der Geldschöpfung gesprochen und das ist auch vollkommen richtig dargestellt, dass es sich da um einen kolossalen Betrug handelt. Und wenn man aber jetzt ein Gebiet gründet und auch da den Euro verwendet, ist es ähnlich wie in einem Monopoly-Spiel, wo ich zwar aussteigen will, aber von der Monopoly-Bank oder von den Mitspielern, die Monopoly spielen, Geld einwechsel, um das eigene Spiel zu machen. Also dann muss man schon völlig davon ab sein. Aber das kann man nicht einfach so machen. Da muss man sich aus dem Rechtskreis zunächst mal vollständig trennen. Und das ist eben auch eine Schwierigkeit,
weil auf dem Monopoly-Brett, was jetzt schon existiert, dieses Internierungslager, da sind so viele Abhängigkeiten installiert. Und das ist auch das, was Krypto-Roman gerade sagte. Kleine autarke Gemeinschaften können diese Abhängigkeiten auflösen. Und erst wenn das alles gegeben ist, dann ist man überhaupt in der Lage, sich von diesem Monopoly-Spiel zu trennen und was Eigenes aufzubauen. Wir erleben das ja in zunehmendem Maße, dass die Menschen merken, dass die zum Schutz beauftragten staatlichen Bevollmächtigten ihre Vollmachtkompetenzen selbst ermächtigt zum Eigennutz erweitern haben. Und die Reaktionen darauf sind sehr vielfältig. Im Ergebnis sehen wir immer mehr zunehmende Gewalt anstatt rechtsstaatlicher, den Menschen dienender Vorgehensweise. Und in dieser nun eskalierenden Notlage, die Schadenserzeugung kommt ja von den staatlichen Institutionen, statt den Schutz zu geben, wird Schaden erzeugt und Notlage. Also wenn diese staatliche Gewalt den Rechtsweg verlassen hat, dann stehen die Geschädigten der Zivilgesellschaft ziemlich ratlos vor einer Situation, für die es keine Handlungsvorlagen und keine Ordnung gibt. Das Vertrauen in diese Funktion des Rechtsstaates war, das muss man sagen, nach 1945 absolut unangebracht, denn alle Täter des Dritten Reichs haben ihre Position durch diese Minderstraftat-Amnesie, die Konrad Adenauer verursacht hat oder erlassen hat, haben die ihre Position behalten und ihre Ansichten von Recht an ihre Nachfolger bis heute weitergeschult. Und diese Besatzungscrew, die konnte das Grundrecht in seinem Sinn und zu Gesetz gewordenen Inhalt ideologisch gar nicht umsetzen. Das sehen wir bis heute. Und die Reaktionen der Geschädigten, die sehen mangels Ausbildung zur Wahrnehmung der Grundrechte und Menschenrechte oft laienhaft, hilflos, befremdlich, Jürgen, manchmal sogar komisch aus. Kann ich mal ganz kurz zwischengreifen? Hast du eine Frage, weil ich erkenne nicht jetzt, ob du, also was willst du jetzt genau sagen? Möchtest du etwas Spezielles fragen? Möchtest du auf ein Thema hinaus? Ja, es ist ja doch ein recht umfangreicher Vortrag, den du gerade hältst. Ja, ich habe von euch dann die Quintessenz, wie man jetzt weitergeht, die habe ich ein bisschen vermisst und deswegen versuche ich das gerade mal zusammenzufassen, dass diese Handlungen von den in die Enge getriebenen dann mit Arroganz, Ignoranz und bewaffneter Gewalt beantwortet werden. Und auch die Medien kommen noch verunglimpfend unterstützend dieser Tätergruppe hinzu. Und, vielleicht kann ich genau zu dem Thema einfach mal einhaken. Du sagtest ja schon, es wäre hier wie in einem Internierungslager und so weiter. Es gibt ja schon einige Filme, wo man auch ein schönes Beispiel dazu hat. Ja, es sind meistens dann in diesen, in irgendwelchen Gefangenenlagern und so weiter, da stehen dann zwei, drei Peitschenhalter und 50 Sklaven und würden diese 50 Sklaven einfach jetzt sich zusammentun und sagen, hey, Moment mal, was machen wir eigentlich? Wir möchten das jetzt anders haben. Wir ermächtigen uns jetzt selbst. Dann haben drei Peitschenhalter auch keine Macht mehr. So, und dass wir jetzt hier so weitermachen, ja, natürlich, wir haben Repressalien erlebt und haben auch wirtschaftlich, wurden wir sehr stark angegriffen. Ich sehe aber den Wert gar nicht vordergründig in den materiellen wirtschaftlichen Gütern, also zumindest mal von unserer Pioniergruppe hier, sondern selbst die Dinge, die jetzt kaputt gemacht wurden, sind nicht verloren. Die haben alle ihren Wert gehabt und werden ihn noch weiterhin haben, denn wir haben ein Zeichen gesetzt. Wir haben uns immer konstruktiv für etwas Neues eingesetzt. Wir haben immer lösungsorientiert gedacht, geschaut, was können wir tun, um den Menschen ein Vorbild zu sein, um zu zeigen, wie man das anders machen kann. Hätten wir das nicht getan, dann würde man es jetzt nicht sehen. Also man hätte keine Inspiration, wie man es vielleicht anders machen könnte oder was man überhaupt machen kann. Und somit desto mehr Menschen aufstehen und jetzt, ich meine, ich habe vor ein paar Jahren noch nicht so viele Aktionen, so viele Gruppierungen gesehen, die jetzt wie in Katalonien oder in Russland oder hier in Deutschland jetzt auftauchen und irgendwo
ja, nach Freiheit rufen, nach Glück, nach Selbstbestimmung und irgendwo Gesetze einfordern. Ja, nur dadurch wird das doch überhaupt erst auch in die Köpfe der Menschen getragen. Und ja, ich sehe auch immer mehr in der allgemeinen Bevölkerung das Verständnis dafür, dass man doch irgendwie ein paar Dinge anders machen könnte und machen sollte. Und wenn wir einfach weitermachen, uns für etwas Gutes und Positives einzusetzen, dann sind wir auch der Überzeugung, dass das geschützt ist, dass das sich durchsetzen wird. Und wenn wir es jetzt einfach mal auf eine ganz einfache Ebene runterbrechen, wenn ich eine Firma aufbauen möchte, komplett von ganz vorn, dann habe ich vielleicht auch in meiner Familie Gegenwind, die sagen, ach ja, das kann doch nichts werden, mach das lieber nicht. Wir müssen viel investieren, bis dann mal irgendwann der Erfolg einsetzt. Aber eine Grundregel auch beim Unternehmertum ist es, dabei bleiben, immer dranbleiben, beständig sein und irgendwann ist der Erfolg einfach vorprogrammiert. Und so halten wir das und so werden auch wir einfach fortschreiten, die richtigen Dinge zu tun. Und natürlich, durch das, was wir im Außen erfahren, reflektieren wir uns ja auch immer. Wir schauen, okay, was haben wir jetzt erlebt? Was haben wir getan? Was können wir in der Zukunft vielleicht besser machen? Wie können wir noch besser den Menschen zeigen, was wir vorhaben und so ja einfach optimaler zum Erfolg zu kommen. Und genau, in diesem Sinne ist das eben auch, was unser Weitergang, gerade auch für dieses Jahr, was das angeht, Vernetzung, 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 Vernetzung mit Gruppierungen, die so wie wir auch positiv gestimmt sind, konstruktiv, lösungsorientiert, was Neues aufbauen, sich auch darauf konzentrieren, also ihren Fokus darauf lenken. Weg davon, von dem, was uns unzufrieden macht, raus aus ja irgendwo Opferpositionen, auch wenn es schwer fällt, aber einfach zu sehen, gut, was können wir tun? Also positiv ausgerichtet. Denn dadurch werden wir doch groß, wenn wir sagen, okay, es ist nicht nur ein Mensch, sondern es sind Tausende, Zehntausende, Hunderttausende, die einfach friedlich vorangehen, glücklich sein wollen, gesund sein wollen, Frieden haben möchten. Die werden das auch ausstrahlen und da wird man sich, wenn man diese Menschen kennenlernt, wenn man in dieses Feld kommt, da wird man sich automatisch wohlfühlen und das wird ansteckend sein. Ja, und das ist das, worauf wir uns ausrichten möchten, auch in diesem Jahr. Viel Charakterarbeit. Jürgen, noch kurz nachhaken, denn denke ich mir, wollen wir mal eine Musikpause machen. Wir müssen nicht pünktlich 22 Uhr Feierabend machen. Je nachdem, wie auch heute der Benjamin und der Martin Zeit hat, wollen wir natürlich die Sendung schön rund ausklingen lassen. Ja, Jürgen, bitte nochmal das Wort und dann würde ich sagen, machen wir eine Musikpause. Und ich habe im Chat hier schon was eingetragen, Benjamin und Martin, was wir dann nach der Musikpause vielleicht nochmal beantworten können. Ja, also ich wollte darauf hinaus, dieses bestehende System, dieses Grundgesetz und die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die haben ja die Auswege, die geben das ja vor. Und warum sollte man die nicht nutzen und stattdessen ein Spiel in einem Spiel gründen? Das war eigentlich der Sinn von meinem, was ich vorhin gesagt habe. In der Zusammenfassung sieht es ja immer so aus, dass diese Aussteiger von den Medien bisher ziemlich verunglimpft werden und weil diese Auswege der Hilfesuchenden auch oft mit V-Leuten, Spitzeln, Aufhetzern und so weiter unterwandert werden mit dem Ziel, den Hilfesuchenden irgendwie in eine Sackgasse zu führen, wo er dann lächerlich oder mittellos oder gewalttätig gezeigt wird. Und da möchte ich eben die Anregung geben, sowas als Kunstprojekt zu machen, dann kann es nicht angegriffen werden und dann können auch alle zusehen und sagen, ach, so ist das gemeint. So ähnlich wie man ja nicht unbedingt ein Haus anstecken muss, um das Spiel Biedermann und die Brandstifter zu zeigen, um daraus eine Lehre zu ziehen. Ja, das ist nochmal ein guter Hinweis. Als du es vorhin erzählt hast, mit dem Kunstprojekt,
Ja, so habe ich das mit dem Königreich auch immer gesehen, weil ich habe mich ja auch mit den Gesetzen einigermaßen beschäftigt und da habe ich auch immer gelesen, da wo die Freiheit ist, ist in der Kunst. Die Kunst ist nicht reguliert, die Kunst ist Erforschung, ist ja Kreativität. Und das, was ich hier mache mit allen Menschen zusammen im Königreich Deutschland, ist ein riesengroßes Kunstprojekt im Grunde. Ja. Aber gleichzeitig versuchen wir auch, es so umzusetzen, dass es, weil oft wird es ja auch so gesehen, ja, Kunst ist, was hat Kunst für eine Bedeutung, was für ein ernsthafter Wert steckt dahinter? Und um diesen, diesen Gedanken gar nicht erst aufkommen zu lassen, hatten wir uns dann halt gleich für einen Start entschieden, weil da sehen dann auch andere Menschen, ja, wir meinen das ernst. Wir wollen das wirklich, es ist nicht nur ein Kunstprojekt von irgendwelchen Künstlern und ich weiß nicht, welche Vorstellungen die meisten Menschen von Künstlern haben, aber so wie ich das bisher mitbekommen hatte, naja, Kunst, ja, malst ein paar Bilder und so. Aber als Start wird man schon ein bisschen ernster genommen als nur als Kunstprojekt. Wir werden sehen, wie es in Zukunft sich gestalten wird, ob wir diesen Weg mit der Kunst auch im Rechtlichen vielleicht gebrauchen werden. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Es ist auf jeden Fall ein guter Weg, damit überhaupt Projekte zu machen. Und wenn nicht bei uns im Königreich Deutschland, dann kann auch jeder sich vielleicht durch unsere Tätigkeiten motiviert sehen, auch irgendwas zu machen. Weil wir gehen ja nur den Weg, den wir gerade am sinnvollsten erachten. Und wir freuen uns über jeden, der vielleicht den einen oder anderen Kniff bei uns abguckt und dann bei sich in der Region etwas aufbaut. Weil wir sehen uns nicht als eine zentrale Regierung, die sich hier neu erschafft und dann ganz Deutschland organisieren wird. Das ist völlig abwegig. Wir machen hier nur eine Darstellung unserer Visionen und Ideen und wollen hier in der Region, in der wir tätig sind, so eine Gemeinschaft gründen, in der sich Menschen gegenseitig helfen. Und welche juristischen Möglichkeiten wir da nutzen, da stehen wir ja völlig frei. Nur speziell gesehen das Königreich und die Projekte davon, die werden wir immer weiter so darstellen, auch wenn die, sag ich mal, Vernetzung unter den Menschen und Gemeinschaften gar nicht über das Königreich Deutschland vielleicht stattfinden muss. Also noch ganz kurz als Ergänzung, wie wir es ja in unserer Verfassung und in dem Buch auch wiederfinden, mein Besuch in einer besseren Welt. Mit dem Königreich Deutschland zeigen wir Strukturen auf, die im Prinzip jede Gemeinde verwenden kann. Also wir haben ja ein eigenes Geldsystem entwickelt. Wir haben entwickelt und aufgezeigt, wie man eigenes Gesundheitswesen organisieren kann und vieles mehr. Und im Prinzip kann man diese Strukturen schon direkt verwenden. Wenn jetzt eine Gemeinde sagen würde, okay, wir möchten uns ja vielleicht selbst verwalten oder wir möchten auf jeden Fall eine Reformation, um wirklich besser im Sinne unserer Bürger arbeiten zu können, dann können wir mit den Strukturen und Erfahrungen, die wir jetzt geschaffen haben und gesammelt haben, damit Rat und Tat zur Seite stehen. Da würden wir uns natürlich freuen, wenn bereits bestehende Strukturen einfach sich Anregungen holen, Bereiche anpassen möchten, dann kann das was werden. Also wir haben da viel Erfahrung gesammelt. Ja, danke Jürgen. Noch kurz was zur Ergänzung. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir in die Musikpause. Mach ruhig mal eine Musikpause. Ist sonst zu trocken, das Ganze, ne? Ja, nach anderthalb Stunden nur reden, muss man ja auch sagen. Ich glaube, sich mal was zu trinken zu holen, ne, und mal ein kleines Päuschen zu machen, haben wir, glaube ich, alle verdient. Und wir haben da einen Song, den habe ich nicht ausgesucht, den hat der Benjamin oder der Martin oder zusammen ausgesucht. Und das ist Willy Astor, Einfach sein. Und den spiele ich jetzt mal ein. Und wir sind dann in 4 Minuten wieder für euch da. Bis gleich. Ja, da sind wir wieder zurück hier in der Sendung Königreich Deutschland. Ich sag's, das Update. Jetzt habe ich viele, viele Fragen schon gestellt. So die erste Stunde, das Interesse
der Mitredner, der Zuhörer ist eigentlich relativ groß, muss ich sagen. Jetzt möchte ich aber mal die Frage stellen, was habt ihr denn uns heute noch mitzuteilen? Ihr habt sich sicherlich heute Abend auch vorbereitet und da bin ich noch gar nicht drauf eingegangen. Was wollt ihr uns denn mitteilen auch heute? Benjamin, Martin. Ja, danke für die Frage. Ja, was ich mitteilen möchte, sage ich mal so, ist, mir geht es eigentlich speziell darum, zu sagen, dass jeder der Zuhörer und ich denke alle, die etwas von unseren Tätigkeiten mitbekommen, sich motiviert sehen, einfach den Mut zu fassen, auch Dinge einfach anzugehen, die er für richtig hält. Und sich zu hinterfragen, ob in seinem Leben, in dem er gerade lebt, so glücklich sein kann und oder ob es noch Möglichkeiten gibt, sein persönliches Leben glücklicher zu gestalten und auch das in seiner Nachbarschaft oder das in seiner Gemeinde, weil ich habe gemerkt, dass die einen oder anderen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die gesagt haben, welchen Einfluss unsere Tätigkeit auf ihr Leben hatte, davon gesprochen haben, dass sie einfach den Mut gefasst haben, auch Dinge einfach umzusetzen, von denen sie vielleicht lange Jahre dachten, das würde nicht funktionieren oder welche anderen Hindernisse man sich so selber stellt, einfach diese mal zu überwinden. Und ich finde, das ist schon für mich persönlich ein sehr großer Erfolg für die Tätigkeiten, die wir machen, wenn Menschen einfach anfangen, den Mut zu fassen und zu finden, die Dinge, sich auf den Weg zu machen, die Dinge umzusetzen und zu erreichen, die sie wirklich glücklich machen. Weil ich habe gemerkt, dass schlussendlich nach all den Razzien und all den Sachen, die genommen worden sind und zerstört worden sind, nach all der Aufbauarbeit und Wiederaufbauarbeit, und das haben wir jetzt schon 5-mal hinter uns, habe ich gemerkt, was mich am glücklichsten macht, sind nicht die materiellen Dinge, die Menschen, die ich treffe am glücklichsten macht mich eigentlich der Weg, diesen Weg zu gehen an sich, der erfüllt mich sehr. Und es ist ein langer Weg gewesen zu dieser Erkenntnis, aber schlussendlich in meinem Inneren bin ich frei. Da hat niemand kann niemand irgendeinen Einfluss auf mich ausüben. Und das wünsche ich einfach, dass alle Menschen diese Möglichkeit vielleicht erkennen und auch für sich umsetzen. Ja, und also das waren schöne Worte. Danke, Martin. Also das kann ich so, da kann ich eigentlich nur mich einklingen und noch das in meinen Worten sagen. Also die Frage ist doch, was brauchen wir für ein gutes Leben? So, und da würde ich von meiner Seite auch gern einfach anregen wollen, mal einfach für jeden, der jetzt das hört, mal so in sich zu gehen, mal still zu sein und sich das zu fragen. Was brauche ich für ein gutes Leben? So, weil wir haben so viele Eindrücke über uns, überall um uns herum. Doch ich glaube, es braucht gar nicht so viel. Wie Martin schon sagte, das Materielle ist es wahrscheinlich nicht. Ja, es sind höhere Werte, Menschlichkeit, Gesundheit, was auch immer. Also jeder soll das für sich ausmachen. Und dann kann ich nur ermutigen, den Weg zu gehen, zu schauen, okay, also das bräuchte ich für ein gutes Leben. Und jetzt sich wirklich zu trauen, zu sagen, was kann ich dafür tun? Was kann ich dafür tun, um dieses Leben wahr werden zu lassen? Denn die Macht haben wir, jeder Einzelne. Und jeder wird überrascht sein, wie viele Menschen es noch gibt, die eure Ziele teilen, die ähnliche und gleiche Visionen haben. Und so kann das Leben wirklich sowas von bunt werden, so spannend werden und wieder Freude machen, so wie ich das hier im Königreich erlebe, tagtäglich. Ich habe mit so vielen wunderbaren Menschen Kontakt
wo man einfach nur sich aufschwingen kann, sagen, okay, was können wir Tolles machen? Und das ist auch das, was mich jetzt für dieses Jahr begeistert und woran wir arbeiten. Ja, wir kennen Menschen, die an Naturbauten arbeiten, ja, die sagen, okay, wie kann man wachsende Häuser bauen? Wie kann man Häuser bauen mit so einem schönen Lebensgefühl, die nur aus Naturmaterialien bestehen? Da gibt es Sachen wie den Biomeiler, wie man sozusagen aus Grünschnitt Wärme und warmes Wasser erzeugt. Wir kennen Leute, die wissen, wie man so einfach sich gesund erhält, wie man mal wieder den Kopf frei kriegt, mit denen man solche Kurse anbieten kann. Wie funktioniert die Welt um uns herum? Wie einfach ist es? Und was für Möglichkeiten stecken eigentlich noch in uns? Sei es jetzt gedanklich, sei es von den Energien, die uns umgeben. Und da einfach mal diese Menschen alle zusammenzubringen, was Neues daraus entstehen zu lassen. Stellt euch ein Dorf vor, wo all diese Dinge mal zusammenfließen. Vielleicht nicht nur eins, vielleicht auch sogar drei. Wo wir auch unsere Strukturen dann mal praktisch noch mehr aufzeigen können, wie solche Dörfer funktionieren mit einem neuen Geldsystem und diesen ganzen Strukturen, die wir heute schon mal besprochen haben. In diese Richtung soll es auch in diesem Jahr gehen, dass wir sagen, wie können wir Menschen, die Lust haben, was richtig Tolles zu machen, Visionäre in ihrem Feld zusammenbringen und was Großes Neues daraus entstehen lassen. Und da seid ihr natürlich alle herzlich eingeladen, das mit uns gemeinsam zu tun. Den Rahmen, den werden wir dann schon finden, wie wir das umsetzen können. Wichtig ist einfach nur, zuzulassen, dass wir träumen können und sich dann die Frage zu stellen, wie können wir es realisieren, lösungsorientiert. Und dann können wir Bäume ausreißen. Und das wünsche ich mir für dieses Jahr. Und das wünsche ich mir auch für jeden hier, ob nun mit dem Königreich oder bei sich zu Hause, in der eigenen Gemeinschaft. Ja, geht es an. Fragt euch, habt ihr eine Idee? Ist sie hilfreich? Ist sie gut? Dann macht sie. Packt's an. Weil das ist das, wofür wir stehen und wofür wir gerne inspirieren möchten. Ansonsten haben wir heute auch durch die tollen Fragen ja im Prinzip das Größte gesagt, was wir auch schon heute rüberbringen wollten. Super, super, Benjamin und Martin. Ja, was mir dazu noch einfällt, ist, ne, was ich mir ja wünsche, und um eine gesunde Struktur überhaupt in einer Gesellschaft zu säen, zu etablieren, Transparenz zu schaffen, ist ja erstmal Angstfreiheit zu schaffen. Und wenn man angstfrei hat und dann noch das Grundbedürfnis von Essen, Trinken, Dach über dem Kopf und das soziale Leben fördert, glaube ich, hat man erstmal einen Grundbaustein für eine gut entwickelte, potenzielle neue Gesellschaft und die Rücksicht nimmt auf die anderen, sehe ich so. Wie seht ihr das? Ja, also das ist ja genau das, was wir hier, womit wir uns immer wieder konfrontiert sehen, mit eben unseren eigenen Ängsten. Also da kann ich dir nur zustimmen. Es ist sehr sinnvoll, daran zu arbeiten, in eine innere Gelassenheit zu kommen, in einen Frieden, der einfach nicht davon abhängt, wie es im Außen aussieht. Ich habe da vor kurzem eine schöne Erkenntnis erhalten. Es gibt ja diesen Spruch, ich glaube nur, was ich sehe. Tja, was heißt das eigentlich? Ich glaube nur, was ich sehe. Wie wäre es denn, wenn es heißt, ich sehe nur, was ich glaube? Könnte man mal drüber nachdenken. Das heißt, wenn man davon ausgeht, dass das, was wir sehen, bereits eine Auswirkung ist von dem, was wir gedacht und getan haben, dann könnte es durchaus heißen, ich sehe, was ich glaube. Und damit haben wir aber auch die absolute Macht wieder bei uns, die Schöpferkraft, wie auch immer man es nennen möchte. Denn dann haben wir auch jederzeit die Möglichkeit, das, was wir sehen, immer wieder neu zu formen, immer wieder zu verändern. Denn wenn das, was ich gerade sehe, mir Angst macht oder mir nicht gefällt,
dann habe ich die Möglichkeit zu sagen, okay, was möchte ich stattdessen? Und kann dann an einen neuen Glauben, an einen neuen Gedankenfeld arbeiten und das Wirklichkeit werden lassen. Ich sehe das ein bisschen anders und sage, ich sehe nicht, was ich glaube oder ich glaube nicht das, was ich sehe, sondern ich sehe das, was ich sehe. Das sind für mich klare Aussagen, denn das Wort Glaube ist immer nicht Ja, nicht Nein. Und das ist in einer für mich definierten Illusion. Deswegen sehe ich das, was ich sehe. Und das ist dann letztendlich auch die Wahrheit. So möchte ich das mal definieren. Ich gebe dir das Wort und dann gehen wir nochmal aus dem Außenchat. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gelesen habt, zur deutschen Mitte sollen wohl angeblich sehr viele Parallelen da sein. Und es wird nach einer Zusammenarbeit gefragt. Ich weiß nicht, habt ihr das gelesen? Ich möchte noch, bevor ich das beantworte, kurz auf das mit dem Glauben eingehen. Ja, Glauben ist jetzt natürlich wieder ein Begriff, der unterschiedliche Assoziationen hervorruft. Das wäre auch zu lange, wenn wir jetzt über Glauben und die Möglichkeiten, die es beherbergt, sprechen wollten, könnten wir vielleicht mal in einer anderen Sendung machen. Aber was ich dazu noch beitragen wollte, von wegen ich sehe, was ich glaube oder ich glaube, was ich sehe, angenommen, wir hätten jetzt einen dieser 99 EU-Kommissare und wir würden alle EU-Gesetze kennen. Und in allen geschriebenen Gesetzen, die dort stehen, steht nirgendwo auch nur ein bisschen etwas, was uns hilfreich wäre. Jetzt mal nur theoretisch angenommen. Tja, dann könnten wir jetzt sagen, okay, abgehakt, das bringt alles nichts. Oder aber man glaubt einfach, dass es einen Weg gibt, auch wenn man keinen Ansatz dafür hat, dass es tatsächlich da ist. Man glaubt einfach, es gibt einen Weg und diesen werde ich jetzt mit einem von diesen EU-Kommissaren finden. Und ich fange an, jeden Einzelnen kennenzulernen, irgendwie Kontakt zu dem aufzustellen und werde beständig immer wieder sagen, guck mal, ich möchte das und das. Da muss es doch einen Weg geben, da muss es doch einen Weg geben. Bis einer der EU-Kommissare möglicherweise auf die Idee kommt, ah ja doch, ich bin auch überzeugt, das finde ich eigentlich ziemlich gut, was du möchtest. Und ja, ich werde da schon einen Weg finden. Und auf einmal kann etwas in Bewegung gesetzt werden, das vorher einfach noch gar nicht sichtbar war, sondern allein durch den eigenen Glauben, den man hatte, Wirklichkeit geworden ist. Weil das, was variabel ist, ist das, was ein Mensch tut. Ein Mensch kann nämlich alles tun. Und auch ein EU-Kommissar kann grundsätzlich irgendwo alles tun. So, der kann schon seine Möglichkeiten einsetzen. Und noch ein kleines Beispiel dazu. Ich habe noch in keinem Gesetzbuch gelesen, dass es verboten ist, einen eigenen Staat zu gründen. Heißt das jetzt, es ist nur erlaubt, was nicht verboten ist? So. Also ich sag mal so, nö, alles, was verboten ist, ist verboten von mir aus, ja, aber wenn es nirgendwo was darüber steht, dass man einen Staat nicht gründen kann, dann kann ich ja wohl einen Staat gründen. Dann kann jeder einen Staat gründen. Wie das umgesetzt wird, ist auch auf keinem Gesetzestext, den ich kenne, niedergeschrieben. Außer an den Theorien, was wohl ein Staat ist. Aber das sind auch nur Theorien, an denen sich das Recht orientiert. So, und das Recht sind ja auch die Menschen, die die Gesetze schreiben oder die Richter sind oder die Anwälte sind. Das Recht ist ein lebendiger Prozess, was man also vielleicht im normalen Denken gar nicht so annimmt, weil man denkt, ja, Gesetz ist Gesetz. Aber es sind ja alles nur menschliche Gesetze. Und ich denke, es gibt aber noch Gesetze, die hinter diesen menschlichen Gesetzen existieren, die Naturgesetze. Und wenn man sich damit ein bisschen tiefer noch beschäftigt, dann kann man auch zu der einen oder anderen sinnvollen Erkenntnis gelangen, die einen die Kraft auch gibt, immer weiterzumachen und beständig das umzusetzen, ja, woran man glaubt. Ja, das sehe ich auch in der Hinsicht so, weil wir haben den Bezug zur Natürlichkeit unheimlich verloren. Und da dürfte man ganz sicher mehr ansetzen, wieder zurück mehr zur Natur und, wie sagte Viktor Schauberger, die Natur kapieren und kopieren. Und ich glaube, was der Mensch heute tut, ist ziemliche Einschnitte, die nicht mehr natürlich sind. So sehe ich das. Das würdet ihr, glaube ich, bestätigen. Ja, ich sag mal so, bis auf die Menschen, die Bock haben, es anders zu machen, ne? Darum. Es ist auch wichtig, nicht immer so viel zu generalisieren und zu sagen, alle Menschen oder die meisten Menschen, sondern schon auch zu differenzieren, wen man meint. Weil ich muss sagen, ich habe irgendwann gemerkt, dass ich mich bei den meisten Generalisierungen und Verallgemeinerungen immer außen vor sehe, weil ich anderer Meinung bin und das anders sehe.
Ja, genau. So, und wollen wir mal kurz auf den Außenchat nochmal eingehen, was mit der deutschen Mitte ist. Habt ihr das gelesen, ihr beiden? Ja, habe ich jetzt gelesen. Ja, was mit der deutschen Mitte ist, das hatten wir auch schon als Thema, Gesprächsthema bei uns. Wir hatten da auch schon mal einen Kontakt zu einer Dame aus der Regierung Wittenberg gehabt, das war wohl eine Außenstelle, aber da hatte sich jetzt noch nicht so viel ergeben. Und nachdem ich dann mitbekommen hatte, dass der Christoph Hörstel da auch die Partei verlassen hatte, hatte ich jetzt bisher noch keinen Anlass gesehen, da nochmal ein bisschen weiter reinzugehen, weil ich weiß nicht, wer das gesagt hatte, vielleicht war das der Walter vorhin, man sollte erstmal bei sich intern alles geregelt haben, damit man mit einer starken Gemeinschaft auch weiter nach außen gehen kann. Und wenn es solche, Irritationen internas gibt, ist, glaube ich, die Zeit noch nicht reif, dort weiter tätig zu werden. Aber ich kann das nicht sagen, ich habe bisher da noch nicht weiter gemacht, aber das sind so leichte Tendenzen und Anzeichen. Genauso wie ich das mitbekommen habe bei der AfD, da ist ja auch die da sind ja auch die Vorstände schon öfter gewechselt und so weiter und so fort. Und das ist alles noch in einer gewissen Art von Findungsphase. Und ja, wir werden sehen, ob sich da irgendwo bei der neuen Mitte was ergibt oder nicht. Das wird sich zeigen. Wenn wir da wieder drauf gestoßen werden, denke ich, kann was passieren. Vielleicht gibt es auch irgendwelche gemeinsamen Projekte. Das kann ich jetzt aber noch nicht sagen. Muss man sehen. Ja, da möchte ich euch natürlich auch einladen. Soweit ich weiß, ist ja Franz Hörmann auch bei der Deutschen Mitte. Und wenn der Jürgen nochmal hochkommt, dann kann er die Sendung nochmal ganz kurz bekannt geben, denn die ist bald auch, ich habe das jetzt nicht so schnell auf dem Schirm, Institut für Rechtssicherheit, der Jürgen, kann das vielleicht nachher nochmal bekannt geben, wann der Franz Hörmann hier seine Sendung hat. Und da kann man sicherlich auch sich dran beteiligen, wenn da bei euch natürlich Interesse besteht. Und ja, bitte. Was mir dazu gerade noch einfällt, wo du den Franz Hörmann erwähnst, Peter und er kennen sich auch. Was ich bei der neuen Mitte ganz gut finde, bei der deutschen Mitte ganz gut finde, ist, dass da sehr viele Menschen sind, die vom bestehenden System und den Gesetzen, so wie es mir scheint, einen ziemlich guten Hintergrund haben. Und da würde es mich schon interessieren, weil, wie gesagt, ich kenne nicht alle Gesetze und alle Rechtstexte und so weiter. Und wenn man sich da verbindet und vielleicht austauscht, welche Möglichkeiten gesetzlicher Art und Weise zu den bestehenden Strukturen Sie kennen, ob man da irgendwelche, sage ich mal, rechtliche Rahmenstrukturen erschaffen kann, um weiter mit den Projekten, die uns allen dienlich sind, voranzukommen. Also das würde mich dann schon interessieren. Mhm. Jetzt sehe ich es auch gerade, am 17.01. ist der Franz Hörmann bei uns und da heißt es, Information ist das bessere Geld, so ist sein Thema hier. Ja, jetzt frage ich nochmal im Zuhörerraum, ihr könnt alle interaktiv hier mitreden, wenn es Fragen gibt, kommt bitte nochmal rauf und der Wale ist da und der Roman ist auch sicherlich nochmal da, der sicherlich noch sich einbringen möchte. Ja, Wale nochmal, dann gebe ich nochmal Roman und natürlich kommt einfach auf in den Wartebereich. Bitte, Walle. Ja, und zwar möchte ich davon berichten, dass auch Institut für Rechtssicherheit dazu aufgerufen hat, also zu erkennen, dass es alles ein Big Fraud mit dem ganzen Geld ist, dem wir täglich hinterher heischen, egal wie der Staat auch heißt. Zu dem Zweck habe ich dann auch meine Holztaler, die magisch geladen werden, zum Verteilen und zu verschenken. Schon über 180 habe ich verteilt, seitdem zähle ich sie nicht mehr. Und es kommt aus der Geschenkwirtschaft was zurück. Es ist Heil, Segen und es ist Glück. Also ihr müsst euch vorstellen, man macht einfach aus Astscheiben, brennt mal ein Ornament, macht ein Gebet für den Empfänger und das ist dann der Freundetaler. Das möchte ich einfach mal anregen. Dankeschön und jetzt gebe ich nochmal das Wort den lieben Roman von CryptoTV. Jo, dankeschön, Klaus. Ich möchte mich auch noch so an das halten, wie es der Jürgen so schön gesagt hat. Der Jürgen hat so ein Talent, alles ja so klipp und klar und bündig näher zu bringen, dass man halt wirklich nicht einfach vergisst, wo
dass man die eigene Region einfach nicht vergisst in diesen ganzen guten Ideen, die ja auch ihr habt und auch ich förderungswürdig finde zum größten Teil. Aber eben, dass ihr auch eure Region nicht vergesst, die Mitmenschen, die nichts von Königreichen, neuen Königreichen hören können, wissen, anhand ihrer Lebenssituation, weil sie auch arbeiten müssen, oft noch fertig sind. Und so man dadurch mehr auch die Bürgermeister natürlich erreicht, wenn man mal schaut, der Region geht's gut, der Bürgermeister sieht, da gibt's Fortschritte, dann ist er eher gewillt, uns zu helfen. So kommt man besser in eine neue Struktur des politischen Systems rein, wo es reformbedürftig ist. So kann man von Parteien wegkommen, können wir Waisenräte gründen. Und so wird dann eine Stadt nicht zerstört, sondern wird einfach nur aufverbessert. So wie der Joe Kreisel ja sagt, dann wird Österreich ein Erlösterreich. Und ja, okay, danke für eure wunderbaren Ideen, die ja zum größten Teil wirklich umsetzbar würdig sind. Ja, danke, danke. Genau das ist auch in unserem Sinne. Also auch zu der Thematik nochmal die positive Ausrichtung, dass man eben, ne, und wie es auch war mit Reichsbürger und so weiter, man verbindet ja oftmals diese, ja, man ist dagegen, gegen dieses System, gegen das BRD-System, gegen die Strukturen, und das ist viel Frust und Aggressivität dabei. Also so wird dieser Begriff oftmals auch mit verbunden damit. Aber das ist ja genau das, was wir eben auch so halten und auch aufzeigen möchten, dass man eben immer dafür ist. Und so wie du schon sagst, ist es eben wichtig zu schauen, die Menschen, die man um sich herum hat, egal was für Strukturen die jetzt leben, es geht darum, mit denen zusammen was zu machen. Und da kann ich dir einfach nur zustimmen, das möchte ich damit auch nochmal bekräftigen. Darf ich ganz dick und fett unterstreichen, die Regionalität ist unsere Erlösung. Also ich habe hier zum Beispiel in 8 Jahren 2 Bekannte, jetzt regional ohne Internet, die haben kein Internet, die sind Padütechnik, die chatten und die telepathieren auch vor sich hin. Und da habe ich 2 Bekannte getroffen, einen Land- und Forstwirt und einen Maler. Und im Rentenalter, da treffen wir uns jetzt öfter mal auch. Ne? Und damit ist mehr bewegt mit so einem Holztaner oder mit einem magischen Zettel, als 100 Menschen zu besprechen manchmal. Weil die das wie Fernsehen schon konsumieren, das Internet, ist es schwierig, da Fortschritte zu sehen, aber es gibt sie. Danke dir, Valentin. Ja, wenn es keine weiteren Fragen gibt, jetzt frage ich noch mal kurz natürlich Benjamin und Martin, habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube weniger, was ihr noch sagen wollt. Ihr habt, glaube ich, alles soweit gesagt. Dann kommen wir langsam zum Schluss der Sendung. Wir haben es 21.55 Uhr, aber ich sehe, der Walter kommt noch mal rauf. Meine Frage an euch ist, seid ihr denn gleich noch offen für... Walter, du hast dein Mikrofon auf, bitte. Bitte, nee, dankeschön. Seid ihr denn gleich noch offen, im internen Talkraum den Zuhörern hier unten noch Rede und Antwort zu stehen, oder ist eure Zeit zu knapp dafür? Also ich hätte bis 10:30 hätte ich Zeit. Okay, nee, jetzt kommt nochmal der Walter rauf, schauen wir mal. Oh. Ich hätte noch eine Sache, und zwar, ja, wollte ich einfach mal den Raum geben, ob es Fragen an Peter gibt. Denn wir hätten über Telefon die Möglichkeit, ihm die zu stellen, und die Antworten dazu ja, über YouTube, über unseren Kanal auch zu veröffentlichen. Ja, das ist eine gute Idee. Ne? Natürlich lade ich euch auch gerne wieder ein zu einer Sendung. Ne? Die Plattform OkiTalk steht euch genauso wie anderen Menschen auch zur Verfügung. Ja, natürlich können wir das dann auch anderweitig oder nochmal eine zweite Sendung machen, wie es eure Zeit natürlich erlaubt. Also Fragen bitte einfach schreiben, ja, oder jetzt fragen. Walter. Eine Bitte an Peter Fitzek, sich doch mal bald wieder in Freiheit zu begeben, weil wir brauchen ihn hier draußen dringender, als die Medienlandschaft ihn da drinnen braucht. Ich möchte euch einladen, zum 10.01. abends hier bei OkiTalk zu sein mit uns und zum Thema Kreativität in solchen Gesprächsgruppen mal was auszutauschen.
Das sollte eine freie Gesprächsrunde sein, denn ich habe leider auch kein Rezept, wie wir es hier miteinander alle besser machen. Ach so, aber ja. Aber wir sollten gerne mal darüber reden, wie wir es schaffen, sozusagen unsere Energie gegenseitig miteinander zu steigern und zu erhöhen, sodass wir mit unseren eigenen Lösungen nachher zufrieden sind, wodurch dann Außenwirkung, wie vorhin schon erwähnt, bestimmt von alleine kommt. Also guten Abend und vielen Dank. Danke, Walter. Ich wollte noch, um den Leuten eine Stütze im Alltag zu bieten, sagen, den ersten Freund habe ich gewonnen, dadurch, dass ich ihm über eine Eisfläche hielf. Dem anderen bin ich mit dem Wanderstab entgegen, habe ihm freundliche Nikolausworte zugerufen. Und den dritten, wir haben uns damals in der Jugend nichts geschenkt. Da ist immer dann, wie wir uns nicht kraut haben, war klar, wir ringen uns zwar zu Boden, aber wir lassen uns also unversehrt. Und so finden sich Freundschaften fürs Leben. Und es kann einfach mal das besinnliche Friedhofsbesuch zur Augenöffnung sein, wo man das Laub zur Seite schiebt und sagt, Mensch, das mache ich doch immer wieder gerne für dich. Und da hat sich mein Leben komplett gedreht. Und das war eigentlich die Erlösung, ne? Die Erösterreichung. Ja, danke erstmal an Walter. Also 10.01. Bräuchte ich dann nur noch mal die Uhrzeit, wahrscheinlich steht es aber auch im Sendeplan. 17.01. Das war Franz Hörmann, oder? Richtig. Ich spreche jetzt von dem, was Walter gerade sagte. Oh, Entschuldigung, da habe ich dann vorbeigehört, Entschuldigung. Okay, das war 10. Danke für deine Anregung nochmal, sehr erfrischend. Ja, danke. Und jetzt habt ihr schon gehört, die Freya Felicias ist bei uns und geben wir ihr auch das Wort. Guten Abend, Freya. Aloha, guten Abend Klaus, guten Abend Martin und Benjamin und alle anderen, die ich schon kenne und die ich nicht kenne. Ich fand es sehr spannend, euch zuzuhören und bin wirklich tief berührt und begeistert von der Art Enthusiasmus, die ihr ausstrahlt, allein durch eure Worte, durch eure Gesinnung und die Authentizität, die damit verbunden ist. Und das macht Mut, denke ich, oder beziehungsweise es fühlt sich so an für mich, mutmachend, für all jene Geister da draußen, die noch nicht begriffen haben, dass eine Dezentralisierung stattfinden sollte, dass es kleine Gemeinschaften geben wird, die sich ihr eben nach ihrem Gutdünken aushandeln, wie sie es gerne haben wollen, und dass man sich eben frei bewegt, irgendwann einmal à la grüner Planet, und miteinander liebevoll kommuniziert und den anderen eben so respektiert, wie er ist. Und auf das hin arbeiten viele, viele Gruppen. Und ich bin dankbar, dass ich das Königreich Deutschland heute mal unter diesem Aspekt kennenlernen durfte. Ich kannte es nur über Facebook und sonstige Geschichten. Also herzlichen Dank und ich drücke dem Peter die Daumen vor allen Dingen dafür, dass ganz viele Menschen liebevoll und stärkend an ihn denken, niemals entmutigend und ach der Arme, sondern einfach, der kann da drinnen sehr wohl etwas bewirken. Man braucht ihn da drinnen auch, weil wenn sein Geist nur einen winzigen Anteil von dem hat, was ihr habt, was ich nicht annehme, sondern dass ihr einfach ein wirkliches Gefüge seid von Gedanken und Gefühlsmustern, die auf liebevolle Weise verstrickt sind, dann kann er dort also Ungeheures bewirken, allein nur durch seine Anwesenheit, und ein Umdenken wird auch dort stattfinden. Also das ist so, wie wenn man eben jemanden in einen Vulkan hinunterschickt, um was auch immer zu entdecken. So fühlt sich's für mich an, und ich glaube, er braucht einfach nur unsere Liebe und unser Zugeständnis von Wertschätzung, dass er gut durchkommt durch alles und bald wieder heraus kann. Danke. Ja, vielen Dank, Freya. Ja, danke für deine lieben Worte.
Ja, sind liebe Worte. Ich finde das auch schön. Es kommt auch schon aus dem Außenchat Fragen rein. Liebe Zuhörer hier auf OkiTalk, stellt mal Fragen. Habt ihr nicht Fragen an Peter? Die können wir jetzt alle schön festhalten oder direkt ans Königreich Deutschland senden über die Webpage, so wie an office@okitalk.com. Ihr gebt auch gleich nochmal eure E-Mail bitte bekannt. Und ich sehe hier einen User, schreibt mich an, die Elfi. Nein, es ist nichts angekommen. Das ist kurz am Rande. Und es wird hier gefragt, vielleicht vor eurem Notizblock, fühlt sich Peter nach wie vor von oben geschützt? Das könnt ihr ja mal dem Peter weiterleiten. Wird hier aus dem Außenchat vom Gast 1193 geschickt. Ich schaue noch mal ganz kurz in den Chat rein. So weiter gibt es da jetzt nichts. Ja, und somit glaube ich, wenn hier keine weiteren Fragen sind, dann frage ich euch jetzt erstmal, Benjamin, der Thomas ist da, den habe ich ganz übersehen. Entschuldigung, guten Abend, Thomas, Entschuldigung. Ja, schönen guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Ich habe mir jetzt überlegt, was wir fragen könnten. Meinerseits wäre Folgendes. Welche Ziele hat er denn, wenn er rauskommt? Kurz-, mittel- und langfristig? Das wäre für mich ganz interessant. Und ich denke für andere auch und für ihn wahrscheinlich auch, ne, wenn er sich's überlegt. Ja, danke, ist aufgenommen. Wunderbar. Und dann möchtest du die jetzt beantwortet haben, Thomas? Also ich glaube, der Peter ist ja nicht da. Nee, die müssen erst den Peter fragen, ne? Also vielleicht beim nächsten Mal dann. Aber ich meine, die fragen gerade, ob er es jetzt schon beantworten möchte. Naja, schüttelt mit dem Kopf. Es kommt dann über YouTube. Wir brauchen ja auch noch ein bisschen Inhalte. Genau. Und, ja, ich meine das aber ein bisschen tiefergehender als das, wie sie sich jetzt vielleicht anhört. Sondern die tieferen geistigen Ziele vielleicht, die sind damit, weißt? Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Mhm. Ja. Ich finde auch der tiefere Sinn. Stopp, Wale, nicht einfach reinhuschen. Wir haben ja noch einen anderen Gast und wir wollen das bitte ordentlich machen. Du bist ja noch nicht da. Eine Abschlussrunde gebe ich ja auch gleich nochmal. Ja, Thomas, soweit fertig? Fertig, danke. Super. Und jetzt haben wir die Elfi von Hugo da. Die hat da was geschrieben mit 1918. Und Elfi, guten Abend. Ja, seid gegrüßt alle miteinander. Und ich wünsche euch allen Frieden und Gesundheit fürs 2018. Und ja, 1918. Seitdem sind wir ja besetzt. Und deswegen ist meine Frage, es ist ja gar nicht möglich, irgendeinen Staat zu errichten. Darf ich das kurz? Wale, bitte. Das ist jetzt nicht deine Sendung, lieber Wale, sondern das geht an Benjamin und Martin. Ich habe noch kein Gesetz gesehen, in dem drin steht, das ist nicht möglich. Und ich glaube auch nicht, dass das nicht möglich ist, sondern ich habe es ja gemacht. Also, tada! Von welchen Gesetzen gehst du aus? Wahrscheinlich eher nicht vom Grundgesetz, oder? Von allen mir bekannten Gesetzen. Ja, das ist die Frage, welche du meinst, weil das Grundgesetz zum Beispiel ist ja nicht gültig, ne? So wie ich deine Frage verstanden habe, war diese, ob es möglich ist, denn überhaupt einen Staat zu gründen in der derzeitigen Situation. Und meine Situation, so wie sie ich betrachte, ist, ich bin ein Mensch auf dem Planeten Erde und ich kann machen, was ich will. Und ich wollte einen Staat gründen, das habe ich gemacht. Analog wie Adrian Ursache. Analog, wie ich es gemacht habe. Okay. Okay, somit beantwortet. Und dann fange ich mal an. Der Wale möchte was sagen. Ja, Wale nochmal, aber dann ist bald gut. Ja, und zwar ist es ja so, dass die Republik damals auch am Fenster zu Berlin ausgerufen wurde. Und ich habe mich auch zum Jahreswechsel am 12.11. 12.12 Uhr dazu bequemt, am Fenster zu Bayreuth das Kaiserreich IV auszurufen, aber innerhalb des Systems der BRD in Verbindung mit den Menschenrechten und dem geschriebenen Wort. Das mit der Wortverfassung ist einfach nicht so einfach, wenn man das Zeit-Relativitätsproblem nicht einbezieht, weil dann hat das Grundgesetz schon Gültigkeit und zwar 40, 50 Jahre, wenn ich jetzt richtig informiert bin. Ich möchte was dazu, ja, Benjamin und Martin, ich möchte mal ganz kurz was dazu sagen. Ich sage immer so schön,
der Staat, in dem wir leben, die Ursache, sage ich jetzt mal, mag sein, dass der Staat nicht legal ist. Das mag sein. Aber er ist legal. Warum ist er legal? Weil wir Menschen ihn so nehmen und anerkennen. Ich denke, wenn die Menschen verstehen, was richtig und falsch ist und wenn wir dann wirklich von parlamentarischer Demokratie oder demokratischen Zuständen her sehen, ist es wichtig, dass die Menschen die Transparenz bekommen, der Aufklärung und des Bewusstwerdens, die Erkenntnis. Und ich glaube, erst dann, wenn das geschaffen wird und ist, kann auch ein Land sich dementsprechend anpassen und ändern. Und der Staat ist legal, weil er angenommen wird. So sehe ich das. Ja, danke. Die Menschen sind ja letzten Endes die, die entscheiden, was Bestand hat und was nicht. Von daher stimme ich dir zu und von unserer Seite aus können wir dann in die Abschlussrunde gehen. Ja, wunderbar. Ich sehe, die Elfi hat noch einen Punkt und Elfi? Ja, meine Frage wäre dann, also das klingt ja ganz gut. Ich bin ja auch nie abgeneigt. Also ich bin für alles offen. Nur die Frage ist, wie willst du das realistisch umsetzen? Ich meine, du kannst irgendwie einen Staat oder eine Gemeinde oder irgendwas gründen, wenn die anderen alle mitspielen, auf dem Dorf vielleicht, so irgendwie innerhalb, wo du alles hast, ne, wo du autark leben kannst. Aber wie willst du das im Großen durchziehen? Mit viel Geduld und Empathie für den Mitmenschen. Ja, gut, okay, dann bin ich bei dir. Dann ist es okay. Aber in der momentanen Situation ist es meiner Meinung nach nicht möglich. Gut. Bevor das Alte nie weggeräumt ist. Ich sag mal so, das Alte muss ich in mir selber wegräumen. Dann verändern sich meine Ansichten zu dem, was scheinbar alt war. Und ich sehe das Neue darin. Und dann habe ich einfach noch eine Menge Geduld dazu und mache mich auf den Weg. Und dann noch eine Sache zu Ciro. Ich habe dir noch mal eine Nachricht geschickt. Ich hoffe, du hast sie gelesen. Und ja. Damit würde ich gerne in die Endrunde kommen, weil ich habe noch einen anderen Termin heute. Ja, sicher. Ich will dich auch gar nicht so aufhalten. Und ich habe jetzt nicht deine Nachricht gelesen, aber vielleicht wollte mal schauen noch mal runter. Wir wollen jetzt gar nicht so lange schauen, dass wir zum Schluss kommen. Thomas, kurzes Feedback. Elfi, kurzes Feedback. Mal kurz in diesen Sprechraum. Und dann machen wir den letzten Song rein. Und ich sag schon mal jetzt Dankeschön. Über 2 Stunden ratzfatz vorbei. Dankeschön ans Königreich Deutschland. Thomas, ein paar Worte noch zum Abschluss. Vielleicht ans Königreich. Ja, so ganz allgemein auch von mir aus. Also irgendwann passiert hier irgendwas Gröberes auf der Welt. Das so viel weiß ich zumindest für mich. Und ich hoffe, dass wir dann Lösungen parat haben und Leute, die vorangegangen sind, die anderen schon aufgezeigt haben, wie es funktionieren könnte. Und da ist das Königreich sicher ganz oben mit dabei. Und ich wünsche euch weiter alles Gute. Danke dir, Thomas. Und Elfi. Tja, mein Feedback ist, dass wir uns eine Aufgabe auf die Stirn schreiben müssen, und zwar die ganzen Pappnasen da draußen munter machen. Und dann funktioniert's. Dann bin ich ganz dabei, ne? Danke dir, Elfi. Freya? Also ich bin davon überzeugt, und das kam auch von Benjamin und Martin so herüber, dass die Herzenssprache diejenige ist, die uns miteinander verbindet. Und wir darüber auch die Unterstützung aller Wesenheiten haben, auf diesem Planeten, in diesem Planeten und intergalaktisch. Danke. Danke dir, Freya. Roman, CryptoTV. Ja, also im Grunde sind wir eh alle auf einem sehr guten Weg. Man muss auch stolpern, natürlich, das darf man nicht vergessen. Es muss auch mal auch ein Zwicken, dass man weiß, wo die Grenzen sind, wo man was aufbauen kann. Aber schauen wir, dass wir halt uns alle ein bisschen mehr vereinen und nicht in Einzelinseln ausbreiten, weil so sind wir viel mehr und können unsere Entwicklung viel weiter voranschreiten. In dem Sinne ein wunderschönes 2018 und mehr. Tschüss. Super Worte, danke. Walle, auch kurz und bündig. Ja, ich wollte mal dazu aufrufen, also mehr Staatlichkeit ist die Lösung, ne? Echtes Geld, echter Staat. Wirkliche Freiheit, und dementsprechend habe ich heute zur deutschen Einheit und auch für dieses Jahr für das Deutschtum deutschwache.wahrheitssuche.org alle Randgebietlieder in Deutsch nochmal zusammengesucht und einen Dreizack gebaut für Franken, wo ich hingehöre und wo ich bayerischer Staatsbürger bin und Beamter
Und das wollte ich ja auch mal dazu sagen, dass es den Staat wohl gibt. Genau. Danke für deine letzten Worte, Benjamin. Martin, wie habt ihr euch heute gefühlt? Ja, war eine super Runde. Vielen Dank an dich, Klaus. Vielen Dank an die Zuhörer und eben auch aktiven Teilnehmer hier. Hat mich sehr gefreut. Also gerne wieder. Zum Abschluss von meiner Seite aus die Frage, suchst du noch oder bist du endlich angekommen? Kann sich jeder fragen, wenn er möchte. Trage ich die Vision, wie ich leben möchte, bereits in mir oder suche ich sie noch? Und wenn ich sie in mir trage, dann ist sie schon jetzt Wirklichkeit und dann brauche ich nur noch daran arbeiten, dass es mehr und mehr Wirklichkeit wird um mich herum. Und somit verbleibe ich mit Freude, Fröhlichkeit, Frieden, wollen wir gemeinsam vorangehen. Martin? Ja, den kann ich nichts hinzufügen. ich werde mich dieses Jahr sehr freuen, vielleicht öfter auf OkiTalk zu Gast zu sein, vielleicht auch in einem Gespräch. Und ja, es hat mir nochmal die Bestätigung gegeben, die Sendung, dass wir in die richtige Richtung gucken und schauen. Und auch die netten Menschen, mit denen wir heute Kontakt haben durften, zeigen mir auch, dass wir alle auf derselben Wellenlänge sind. Und wir sowieso schon verbunden an demselben Projekt arbeiten. Und zwar auf eine Art der Organisation, die ja übermenschlich ist, sage ich mal vorsichtig. Und Siro, ich schicke dir gleich die Nachricht nochmal, denn es handelt sich um den Musikwunsch für den letzten Titel vielleicht. Und ja, damit bedanke ich mich nochmal bei allen Zuhörern, dass ihr eingeschaltet habt und an dieser Sendung teilgenommen habt. Ja, danke dir. Ich habe jetzt noch einen Musiksong von euch drauf, wenn ich ihn jetzt runterlade, das kann ich gar nicht in der kurzen Zeit schaffen. Ihr habt ja als letzten Musiksong Deine Hände genommen. Sollen wir den euch einspielen? Ja, könnte man auch machen. Mach einfach mal. Der ist noch mal ein bisschen, hat ein bisschen klarere Worte und ja, soll eigentlich zeigen, dass wir es in der Hand haben, was wir tun, egal was wir tun. Ja, dann schmeißt den Link nochmal rüber. Auf jeden Fall, dann werden wir noch ein bisschen hinauszögern. Ich brauche jetzt nur den Link, schicken wir nochmal zu, ich sehe es nicht. Ne? Also sehe überhaupt keinen Link von euch. Da ist er. Genau, warte, das machen wir jetzt mal schon im Parallellauf. So, und wir sind da ja ganz dreist. Möchte schon mal einen Sendehinweis wieder mal geben dürfen. Und zwar morgen ist die Irina Lang bei uns und da heißt es Paranormal Normal. Allerdings hat sie einen Gast aus der Ukraine, aus Kiew da. Das ist der Andrei Djukov oder so ähnlich heißt er. Und da geht es ein Mann mit Röntgenblick. Irina Lang ist bekannt durch Sehen ohne Augen. So, da ist der Song, den lade ich jetzt mal runter. Ich hoffe, meine Leitung ist stabil dabei. Und möchte natürlich noch einen Sendehinweis machen oder einen Eventhinweis machen auf unser OkiTalk Medienfestival. Das findet statt am 25. bis zum 27. Mai 2018. Findet ihr auch unter Event auf der okitalk.com Seite. Und für den einen oder anderen ist das vielleicht sehr interessant. Ein volles Programm mit ca. 31 Referenten in 3 Tagen. Und es ist ein Fest der Vernetzung. So, und jetzt schaue ich mal, wie weit der Song ist. Noch ein bisschen dauert's. Oh, das sind ja 44,8 MB. Dame, Tag, Glücks. Huiuiui, das ist ja ein großes Album, was du mir geschickt hast. Lieber Martin und Benjamin. Das habe ich so auch nicht gesehen. Von mir aus kannst du auch das andere Lied machen. Nur das war halt ein schönerer Abschluss vielleicht. Ist das direkt der Anfang vom Lied, also von diesem, was du da mir geschickt hast? Nee, das ist ein Lied nur. In einer scheinbar HD-Version. Oder, warte mal, ich habe es vielleicht auch falsch angeklickt und habe Full HD genommen. Ja, natürlich. Dann wird es gleich kommen trotzdem. Jetzt habe ich mich halt nur ein bisschen verklickt. Ist ein normales Lied, denke ich. Ein bisschen Geduld noch. Ist bei 82-83% und wir sind da gleich fertig. Mich hat es wirklich sehr gefreut. Ich wünsche nochmal allen Zuhörern ein frohes neues Jahr, einen guten Start und schaut öfters mal auf den Sendeplan und damit denke ich, so,
jetzt ist der Song da. Jetzt muss ich ihn kurz schauen, wo er hingeht. Das ist deine Hände. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Genau, Dame, das ist der da. So. Das war Tage des Glücks, ja? Genau, genau, habe ich da. Und ja, dann würde ich doch sagen, Dankeschön für alles. Und wer gleich noch im Nachtalk dabei sein möchte, unten offener Talk, einfach in den großen Talkraum oder Thementalkraum wechseln. Und nun sage ich Band ab. Moment, wo ist er? Und wünsche euch einen wunderschönen Abend. Bis dahin. Ciao, ciao. Radio Okie Tokie.